Wir wohnen in Baden-Württemberg und das ist zu Hause. Wir wollen saubere Luft. Zum Beispiel weniger Auto fahren, mehr mit dem Fahrrad unterwegs sein. Das finden die alten Menschen und so auch toll, wenn die dann was Neues entdecken. Eine Zimmeraufräummaschine. Ohne Internet würden wir es alles nicht schaffen. Dass man nicht als Volldepp rumsteht. Mein Papa ist Arzt, der braucht gute Geräte, um arbeiten zu können. Die Entwicklung und Forschung muss sich echt beeilen. Wenn man das dann auch macht, dann werden wir das schon schaffen. Wir wollen viel Nachhaltigkeit. Europa und das Land Baden-Württemberg für Entwicklungen und Innovationen in 11 Regionen. Die Jury hat entschieden. Hier ist Ihr Moderator, Michael Antwerpes. RegioWin 2030 und damit gehen wir sehr schwungvoll rein in diese Prämierung. Herzlich willkommen. Tja, wir sind ja alle mittlerweile gewohnt, dass wir statt einer Einladungskarte einen Online-Link bekommen. Insofern fühlen wir uns alle im positiven Sinne ein wenig gelinkt. Wir sind live, wir sind digital, wir sind online und wir haben heute wirklich Schönes vor uns. Und ich sag Ihnen die Wahrheit, auch wenn es heute Mittwoch ist. Ich freue mich riesig auf diese Auszeichnung, denn als Sportmoderator bin ich es natürlich gewohnt, so ein bisschen mit Wettbewerb zu tun zu haben. Und außerdem passt dazu, dass wir für diese ganze Arie etwa 90 Minuten vorgesehen haben. So viel wie ein ordentliches Fußballspiel. Worum geht's denn? RegioWin ist, wenn Sie so wollen, ein Mittelstreckenlauf in die Zukunft. Dazu gehört natürlich ein Trainingsplan, eine Wettkampfstrategie, ein Startschuss und am Ende kommen ins Ziel viele Gewinner. Das ist das Gute bei RegioWin. Und wir haben uns Verstärkung geholt, das haben Sie eingangs schon gesehen, nämlich von denen, die die Zukunft betrifft, die Sie möglicherweise auch maßgeblich mitgestalten, nämlich von Kindern und Jugendlichen. Und davon werden wir noch mehr hören und sehen. Das ist so ein bisschen unser roter Faden hier durch die Veranstaltung heute. Meine Damen und Herren, in diesen Tagen, in denen wir so viel Uneinheitliches erleben, so viel Unabgestimmtes, da bin ich wirklich froh und stolz, dass wir hier in Baden-Württemberg uns geschlossen präsentieren, so kreativ, so innovativ. Und RegioWin zeigt uns also, Politik kann segensreich wirken. Wir haben da zum einen den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zum anderen haben wir das Land Baden-Württemberg mit seinen Innovationen und der Innovationsstrategie. Und wenn wir beides zusammennehmen, dann haben wir RegioWin. RegioWin schenkt uns gewissermaßen das hier, eine Lupe. Nämlich. Und damit sehen wir ganz klar und deutlich und fokussiert auf 11 sehr starke Regionen bei uns im Land. Das macht Spaß und das macht Lust auf mehr. 3 Landesministerien zeichnen verantwortlich, deren Spitzen wir im Laufe der Veranstaltung hier begrüßen werden. Da ist zum einen die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Theresia Bauer. Da ist zum anderen der Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Haug. Und da ist zum dritten die Gastgeberin hier im Haus der Wirtschaft. Das ist Dr. Nicole Hofmeister-Kraut, die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Und Linus Pauling, der Friedensnobelpreisträger, hat einmal gesagt, finde ich sehr schön, die beste Methode, eine gute Idee zu haben, ist es, viele gute Ideen zu haben. Dabei wird er vor 60 Jahren zwar nicht an RegioWin gedacht haben, aber er hat zumindest diesen Sinnzusammenhang mal formuliert. Und damit bin ich bei Ihnen, liebe Frau Ministerin, Ihre Begrüßung. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Antwerpes, für diese wirklich mitreißende Anmoderation. Sehr geehrte Frau Ministerin Bauer, sehr geehrter Herr Minister Peter Haug, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur Prämierungsveranstaltung des Landeswettbewerbs RegioWin 2030 begrüßen. Das große Interesse an der heutigen Veranstaltung signalisiert Wertschätzung
und Dank für die großartige Arbeit, die in den Wettbewerbsregionen unseres Landes geleistet wurde. Vor gut einem Jahr erfolgte der Startschuss für den Wettbewerb RegioWin 2030. Bis zum 18. Dezember letzten Jahres konnten die Wettbewerbsregionen in Baden-Württemberg ihre Beiträge für strategische regionale Entwicklungskonzepte einschließlich zentraler Schlüssel- und Leuchtturmprojekte einreichen. Mit dem Wettbewerb RegioWin 2030 verzahnen wir die innovationspolitischen Ebenen der Europäischen Union, des Landes Baden-Württemberg und der Wettbewerbsregion und nutzen die geballte Vor-Ort-Kompetenz, um Innovations- und Nachhaltigkeitsprojekte umzusetzen. RegioWin 2030 ist ein zentraler Baustein des EFRE-Programms in Baden-Württemberg in der Förderperiode 2021 bis 2027. Die Leitplanken auf Landesebene wurden in der Innovationsstrategie unseres Landes definiert. Dort sind die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Industrie 4.0, nachhaltige Mobilität, Gesundheitswirtschaft, Ressourceneffizienz und Energiewende sowie nachhaltige Bioökonomie als die zentralen Zukunfts- und Wachstumsfelder definiert. Damit leistet Baden-Württemberg seinen Beitrag für ein innovativeres Europa, für intelligenten wirtschaftlichen Wandel, aber auch für ein grüneres, CO2-ärmeres Europa. Im Rahmen dieser Leitplanken haben die teilnehmenden 11 Wettbewerbsregionen zur Umsetzung ihrer Entwicklungsstrategien insgesamt 38 Leuchtturm- und 72 Schlüsselprojekte vorgelegt. Das Investitionsvolumen dieser Innovationsprojekte, dieser 38 Leuchtturmprojekte, liegt bei über 320 Millionen Euro. Diese Zahlen, meine ich, sprechen für sich. Sie zeugen auch von der überragenden Motivation, die dieser Wettbewerb bei uns in der Fläche generiert. Heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, können wir die von einer unabhängigen Jury ausgewählten Leuchtturmprojekte prämieren. Voraussetzung für eine Prämierung von Leuchtturmprojekten war die ebenfalls von der Jury vorgenommene positive Bewertung des jeweiligen regionalen Entwicklungskonzeptes. Die Damen und Herren der Jury haben bei der Auswahl auch ein beeindruckendes Durchhaltevermögen an den Tag gelegt. Mit hoher Kompetenz und großem Engagement haben sie die Wettbewerbsbeiträge gesichtet und bewertet. Und sie haben diese Arbeit ehrenamtlich geleistet. Und deshalb möchte ich gerne auch stellvertretend für die beteiligten Ressorts, für meine Kollegin Frau Bauer und für meinen Kollegen Peter Haug, unseren besonderen Dank an alle Mitwirkenden in der Jury aussprechen. Ebenfalls bedanken wollen wir uns bei unserem Dienstleister Neuland Plus. Herr Bühler und sein Team haben den gesamten Wettbewerbsprozess sehr professionell gemeistert, das immer wieder auch unter unterschiedlichen Voraussetzungen, gerade durch Corona. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Deswegen können wir heute alle hier zusammenkommen und die Prämierung auch durchführen. Das Hauptaugenmerk an dem heutigen Tag liegt aber bei Ihnen. Bei den Vertreterinnen und Vertretern der Wettbewerbsregionen. Mit einem unglaublichen Engagement haben Sie sowohl Strategieprozesse durchlaufen als auch Umsetzungsprojekte auf die Beine gestellt. Und das mit starken Netzwerken vor Ort und unter Pandemiebedingungen. 11 Wettbewerbsregionen haben Wettbewerbsbeiträge flächendeckend für Baden-Württemberg abgegeben. Über 4.400 Akteure aus Kommunen, Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Kammern, aber auch Gleichstellungsbeauftragte, Vertreterinnen und Vertreter des Natur- und Umweltschutzes und der Sozialpartner waren eingebunden. Und das ist auch das Besondere, was RegioWin auszeichnet, dieser gewaltige Mobilisierungsgrad zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Regionen. Dafür noch einmal herzlichen Dank an die über 4.000 Akteure, die sich hier eingebracht haben und einbringen. Etwa 80 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wollen wir für RegioWin-Projekte in der Förderperiode 2021 bis 2027 einsetzen und mit Landesmitteln ergänzen. Wir sind überzeugt, dass mit dieser Förderung eine hohe Multiplikatorwirkung erzielt wird und große, auch europäische Mehrwerte geschaffen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Gut ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie können wir die Leuchtturmprojekte leider nicht live prämieren, sondern wir treffen uns heute nur virtuell. Aber wir treffen uns und das freut mich besonders. Und ich glaube, ich kann Ihnen zurufen, wir alle, Frau Bauer und auch Peter Haug, hätten Ihnen die Urkunden gerne persönlich ausgehändigt mit einem Händeschütteln und auch mit einem persönlichen Wort und einem Austausch auf der Bühne. Leider ist es nicht möglich. Andererseits, und ich glaube, das zeigt auch die Veranstaltung heute, hat die Krise uns einen enormen Digitalisierungsschub verordnet, den wir auch nutzen. Und ich bin mir sicher, wir erreichen über dieses Format viele Menschen, die wir auch direkt jetzt über die Prämierung heute mitnehmen und auf diesem Weg hin zu mehr Innovation in unseren Regionen mitnehmen. Gerade die Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen für die regionale Ebene und auch für uns als Land. Wirft man einen Blick auf die Überschriften Ihrer regionalen Entwicklungskonzepte, dann wird deutlich, dass neben der Digitalisierung insbesondere die Themen Nachhaltigkeit, Transformation und funktionierende Innovationsstrukturen den Herausforderungshorizont umspannen. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich die Prognose wage, dass diese Themen auch in einem noch zu vereinbarenden Koalitionsvertrag eine große Rolle spielen werden. Denn nachhaltiges Wirtschaften, Digitalisierung, Transformation und Strukturwandel stellen nicht nur einzelne Unternehmen, sondern eben auch regionale Wirtschaftsräume und das ganze Land insgesamt vor neue, bislang nie dagewesene Herausforderungen, aber eben vor allem auch vor große Chancen, die wir ergreifen müssen. Mit dem RegioWin-Wettbewerb nutzen wir im Rahmen eines Bottom-up-Prozesses die regionale Vor-Ort-Kompetenz, damit das Ziel einer verbesserten dezentralen Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit erreicht wird. Und das zeichnet uns als Land, das zeichnet Baden-Württemberg auch aus. Ein Beleg Ihrer Stärke vor Ort ist auch die Vielfalt bei den Lead-Partner-Strukturen. Sie reicht vom Regionalverband über Wirtschaftsfördereinrichtungen und Clusterinitiativen bis hin zu Industrie- und Handelskammern, aber auch Landratsämtern. Ein weiterer Beleg ist die fachliche und instrumentelle Breite und die kreative Vielfalt der von Ihnen vorgelegten Projektvorschläge. Das Spektrum dieser Projekte ist so unterschiedlich wie die Struktur und die Ausgangsbedingungen der Regionen bei uns in Baden-Württemberg. Innovative, clusterorientierte Hubs mit Technik, mit viel Technik-Know-how, mit Transfer-, Kooperations- und Enabler-Optionen, nachhaltige und zugleich bürgerbasierte Mobilitäts- und Logistikkonzepte, Themen wie KI, biointelligente Wasserstoff-Kreislaufwirtschaft, Holzbau, Produktionstechnik im Weinbau, industrielle Bioökonomie, Upcycling, Data Science, aber auch kluge, visionäre Vernetzungslösungen und Plattformen zur Weiterentwicklung der regionalen Innovationsstrukturen. Damit bewegen sich Ihre Leuchtturmprojekte nicht nur innerhalb der Zielleitplanken der europäischen Kohäsionspolitik und der Innovationsstrategie von unserem Land, von Baden-Württemberg, sondern sie sind auch wichtige regionale Bausteine zur Bewältigung unserer gemeinsamen Herausforderungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in einer global vernetzten Welt kann kein Akteur heute Innovations- und Nachhaltigkeitsförderung isoliert umsetzen. Deshalb setzen wir gezielt auf Synergien zwischen den verschiedenen Instrumenten und den Akteuren. In vertikaler Sicht zwischen Europa, Bund, Land und den Wettbewerbsregionen bei uns in Baden-Württemberg. In horizontaler Sicht zum einen durch die Kooperation der Ministerien für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Zum anderen durch die Zusammenarbeit und die Einbindung aller relevanten Akteure auf regionaler Ebene durch das RegioWin-Netzwerk, das jetzt über Jahre auch entstanden ist und sich immer weiterentwickelt hat. Es ist ein Vernetzungstool auch zwischen den Wettbewerbsregionen, das viele Synergieeffekte hebt und gegenseitig bereichert. Transformation und Strukturwandel kann nie ein Solo der Unternehmen oder des Staates sein, sondern muss ein gemeinsames Konzept aller gesellschaftlichen Kräfte und Verantwortungsträger sein. Und ich bin mir sicher, mit der heutigen zur Prämierung anstehenden
Leuchtturmprojekten sind wir gut aufgestellt, um in einer konzentrierten Aktion von EU, Land und den Wettbewerbsregionen die Chancen aus dem internationalen Innovationswettbewerb und der Energiewende zu unseren Gunsten, zum Wohle unserer Menschen in Baden-Württemberg zu nutzen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben es angesprochen, die Digitalisierung fordert uns und wir fordern Digitalisierung. Die brauchen wir nämlich für die Zukunft. Und in diese Zukunft wollen wir uns begleiten lassen von Kindern zwischen 4 und 14 Jahren. Und an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön an Lena, Charlotte, Maike, Magdalena und Amelie sowie Philipp, Bastian, Michel, Luca und Andreas. Wir haben diese Kinder und Jugendliche auf die grüne Wiese gesetzt und sie befragt zu ihren Vorstellungen von der Zukunft und da steckt eine Menge Erkenntnis drin. Man könnte so kleine Solarpendel auf die Autodächer und so machen, weil das sieht ja keiner. Und dann könnte man mit Solar mit den Autos fahren und dann, falls es regnet, könnte man ja zur Sicherheit noch Elektromotoren irgendwie das nehmen. Aber das ist, wenn es zu solchen Tagen gibt, dass es dann einfach mit Solarpendeln fahren kann. Also ich möchte ein Elektroauto fahren, wo entweder mit Sonnenenergie, mit Wind oder mit Wasserenergie fährt. Wenn dann schon Elektro- oder Wasserstoffauto, wenn es das irgendwann gibt. Der Handkohlauspuff, der war mit Stromantrieb und nicht mit Benzin. Also Bus fahre ich selten und mit dem Zug fahren wir, wenn dann mal nach Ulm oder sowas. Baden-Württemberg hat schon rein wegen der Schwäbischen Eisenbahn eine besondere Pflicht, Verkehrsfahrpflicht. Ein Bildschirm, kleiner als ein Fernseher und mit dem kann man Sachen suchen und man kann es ein bisschen größer angucken als auf einem Handy. Und wenn man kein Buch zur Hand hat, kann man einfach den Laptop aufmachen oder halt den Computer. Und dann kann man da auch suchen. Ja, da kann man schreiben. Die müssen ja auch ab und zu mal Videocalls machen, damit sie noch durchblicken. Wenn man mehr mit Computern und so macht, mehr übers Internet und über Geräte, nicht mehr so viel mit den Händen, also so arbeiten und so, mehr halt mit Computer. Ich finde eine sehr wichtige Rolle, weil jetzt zum Beispiel Corona-bedingt merkt man einfach Homeschooling oder Homeoffice, dass es echt wichtig ist, Internet oder so, weil ohne Internet würden wir es alles nicht schaffen. Ja, wir haben gelernt, Elektroautos, Handkohlen, Auspuff und wir sollten ab und zu mal Videocalls machen, damit wir besser durchblicken. Und die Frau Ministerin hat scharf erkannt, wir hätten auch auf die Fußballtrikots achten müssen. Da war der BVB, wir hätten lieber Freiburg, Hoffenheim und den VfB gesehen. Aber viel Glück an der Stelle für das Spiel heute gegen Manchester City. Wir gehen auf in die Zukunft, liebe Frau Ministerin. Wir stellen heute alle 11 Wettbewerbsregionen in einem kurzen Film vor. Und vielen Dank an der Stelle für das viele Hirnschmalz, das Sie reingesteckt haben, uns gefüttert haben. Wir werden das komprimieren, jeweils in ungefähr 2,5 Minuten. Und sinnigerweise tauchen wir zunächst mal ein in den Bodensee beziehungsweise die Bodenseeregion. Eine Urlaubsgegend, eine Gesundheitsregion, ein Wirtschaftsraum, in dem knapp 1 Million Menschen leben, viele Macher und Tüftler, tolle Firmen, eine Wirtschaftsregion mit enormer wissenschaftlicher Kompetenz. Das regionale Entwicklungskonzept hat den Titel Intelligente und nachhaltige Transformation in der Bodenseeregion und beschreibt den Bodenseeraum als regionales Innovationssystem. Angelehnt an die Strategie der Internationalen Bodenseekonferenz, ein nachhaltiger und innovativer Standort zu sein. Dabei machen Wissenschaft, Wirtschaft und Wohn- und Lebenswert den Standort wettbewerbsfähig.
Ein ländlicher Raum mit Power, der seine Zukunft angeht für Innovation, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Digitalisierung, Fachkräfte und viele Themen mehr. Umfassend. Leuchtturmprojekt 1. Suitable. Eine Plattform, die kleine und mittlere Unternehmen innovativ macht. Maßgeschneidert für ihre jeweiligen Bedürfnisse. Es basiert auf einer intelligenten, lernenden Transformationsmanagement-Software. Künstliche Intelligenz für Digitalisierung und Transfer also. 10 Portfolio-Manager sind Ansprechpartner. Projektträger ist die IHK Bodensee-Oberschwaben. Suitable steht übrigens für serviceorientierte Unternehmensförderung, Innovation und Transformation. Leuchtturm 2. TransseeH zur Förderung der Technologien für Wasserstoff- und Brennstoffzellen in der Bodenseeregion. Das Internationale Solarenergieforschungscenter ISC in Konstanz betreut 4 Projekte für Prototypen von der Wasserstofferzeugung über Lösungen für die Luftfahrt bis hin zu Brennstoffzellen in der maritimen Anwendung. 4 Transferzentren in Konstanz, Friedrichshafen, Sigmaringen und Ravensburg sollen entstehen. Die Bodenseeregion präsentiert sich mit weiteren Ideen und Vorhaben als starkes, als komplexes und auch als funktionierendes System. 60 Institutionen sind an der Entwicklung des regionalen Entwicklungskonzepts unter dem Leadpartner IHK Bodensee-Oberschwaben beteiligt. Noch vor der ersten Corona-Welle hatte man gründlich diskutiert und bewertet. In Regionalkonferenzen, Workshops und Projekttreffen. Die Abstimmung auf die beiden Leuchtturmprojekte in virtuellen Formaten waren somit Formsache. Die Bodenseeregion ist vielseitig. So vielseitig wie ihre Zukunftsthemen. Tja, eine starke Region für wahr. Sie kommt mit sehr hohen Leuchttürmen und der See, der bleibt tief, 251 Meter. Wir haben nur den oberen Teil der Urkunde gesehen, Frau Ministerin. Die ganze Wahrheit kennen bisher nur Sie. Also lassen Sie uns mal teilhaben, bitte. Also ich freue mich sehr, dass ich heute der Bodenseeregion, vertreten durch den Leadpartner, die IHK Bodensee-Oberschwaben in Weingarten, die Regio-Win-Urkunde aushändigen darf. Die Jury hat betont, dass insbesondere der grenzübergreifende und internationale Charakter ihres Konzepts mit der Anlehnung an die internationale Bodenseekonferenz und die Zielsetzung, die leistungsfähige Forschungs- und Bildungslandschaft bei den Transformationsprozessen zur Nachhaltigkeit zu nutzen. Ich gratuliere der Bodenseeregion zur Auszeichnung als Regio-Win 2030 Partner. Und ich darf die Urkunde vorlesen. Das regionale Entwicklungskonzept der Bodenseeregion, intelligente und nachhaltige Transformation in der Bodenseeregion, wurde von der Jury positiv bewertet. Die Bodenseeregion wurde von der Jury mit einem prämierten Leuchtturmprojekt ausgezeichnet. Suitable Transformationsmanagement und Innovationsunterstützung. Ich gratuliere allen Beteiligten, allen Akteuren, die hier mitwirken. Großartig. Viel Erfolg. Ja, vielen Dank und Glückwunsch natürlich in die Bodenseeregion. Sie hat den Auftakt gemacht heute. Übrigens zum Abschluss dieser Veranstaltung schalten wir nochmal in alle Regionen, sofern die Technik das zulässt. Aber das kriegen wir hin, genauso wie diese Veranstaltung bisher technisch wunderbar läuft. Danke an alle Verantwortlichen. Aus dem Südosten des Landes bewegen wir uns in den Nordwesten, in die Metropolregion Rhein-Neckar. Dort, wo Hessen und Rheinland-Pfalz sich gewissermaßen von Baden-Württemberg küssen lassen. Fast 2,5 Millionen Einwohner, ein starkes Stück Baden-Württemberg, zentral, modern und europäisch. Leadpartner ist der Verband Region Rhein-Neckar. Mit Connect Innovation ist das regionale Entwicklungskonzept überschrieben. Es zielt auf 4 Felder: Medizin und Biotechnologie, grüne Technologien, Digitalwirtschaft und Sozialwirtschaft. Es integriert Forschung, Unternehmen und Verwaltung und setzt strukturiert Meilensteine. Nachhaltige Forschung und Entwicklung für Unternehmen, Umwelt und Klima sowie für die Gesellschaft. Aus der Theorie in die Praxis von Industrie, Gewerbe, Mittelstand und Hightech. Die Leuchtturmprojekte. Das Innovationszentrum GreenTech der Stadt Mannheim. Hier entstehen neue Wege für Umweltschutz und effiziente Nutzung von Ressourcen. Hier denkt man Energie und Mobilität, Nachhaltigkeit und neue Technologien wie Wasserstoff zusammen. Ein großes Gebäude entsteht zentral nahe beim Muffinex Technologiezentrum. Mit Platz für Labore, Werkstätten, Büros, Veranstaltungsräume und Kommunikation. 20 Startups sollen kommen,
100 Arbeitsplätze entstehen. Ankermieter sind das Clusternetzwerk Energie und Umwelt sowie die Klimaschutzagentur. Der zweite Leuchtturm ist zum Thema Mobilität. Ein Reallabor für vernetzte Pendlermobilität. Träger der Zweckverband Metropolpark Wiesloch-Walldorf. Die dicht besiedelte Region braucht Verkehrsangebote. Nachhaltig und bürgerfreundlich. Sie zu entwickeln und zu realisieren ist das Ziel. Mit Mobilitätsstationen für die sogenannte multimodale Mobilität, die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel wie Bus, Bahn, Rad oder Auto. Auch im Visier des Projekts der ÖPNV mit automatisierten Fahrzeugen und eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Ein drittes Leuchtturmprojekt. Das High Future Lab der Technologieförderung Heidelberg GmbH im Heidelberg Innovation Park. Ein Innovationszentrum zum Thema künstliche Intelligenz. Es bietet Hard- und Softwareplattformen für kleine und mittlere Unternehmen und Startups. Weitere Projekte zielen auf die Stadt der Zukunft, Medizin und ärztliche Versorgung, Digitalisierung oder Green Tech und vor allem auch die Förderung von Frauen in der Startup-Szene und im Hightech-Bereich. Eine breite Basis für nachhaltige Entwicklung der Metropolregion Rhein-Neckar. Connect Innovation. Der Titel passt. Fortschrittlich, engagiert, vernetzt und lebenswert mit zwei ganz starken Leuchttürmen, Frau Hofmeister-Kraut. Und ich freue mich sehr, der Metropolregion Rhein-Neckar, vertreten durch den Lead-Partner Verband Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, die Regio-Win-Urkunde aushändigen zu dürfen. Das Urteil der Jury, das zu der Prämierung geführt hat, war folgendes. Die Jury war beeindruckt von diesem so ambitionierten Anspruch, ein global führender Standort für Gründungen im Bereich der Medizin und Biotechnologie, also Schwerpunkt Gesundheitswirtschaft zu sein und auch für Nachhaltigkeitsthemen als Innovationsplattform zu fungieren. Wir wünschen viel Erfolg. Wir setzen auf dieses Projekt. Es wird zukunftsweisend sein. Und jetzt darf ich die Urkunde verlesen. Das regionale Entwicklungskonzept der Metropolregion Rhein-Neckar, Rhein-Neckar Connect Innovation, wurde von der Jury positiv bewertet. Die Metropolregion Rhein-Neckar wurde von der Jury mit zwei prämierten Leuchtturmprojekten ausgezeichnet. Zum einen IZ GreenTech Innovationszentrum GreenTech und zum zweiten Real Lab Metropolpark, Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg bei der Umsetzung. Das wird wirklich sehr zukunftsweisend sein. Gratulation. Wir sind live, meine Damen und Herren, liebe Zugeschaltete, bei der RegioWin 2030-Prämierung. Alles digital, alles virtuell, funktioniert aber prächtig. Die Ministerin macht das toll. Und wir bewegen uns vom Nordwesten ins Zentrum des Landes in die Region Neckaralb mit den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Knapp eine Dreiviertelmillion Einwohner, Hightech-Land natürlich für Biotechnologie, Medizintechnik und auch die künstliche Intelligenz. Und, na klar, eine wunderschöne Ecke mit viel Natur und der Alp im Rücken. So fließt der Dreiklang Forschung, Technik und Natur, Fortuna hoch 2, in das regionale Entwicklungskonzept mit dem Leitsatz mit intelligenten Ideen Zukunft nachhaltig gestalten ein. Mit Gesundheitsindustrie, künstlicher Intelligenz, effizient ökologischer Produktion sowie Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz setzt es drei Schwerpunkte. Drumherum berücksichtigte es viele weitere auch weiche Faktoren, auch Lebensqualität. Leadpartner ist das Landratsamt Tübingen. Die Steuerungsgruppe besteht aus 6 Mitgliedern, und zwar aus den 4 Kreisen, der IHK und dem Regionalverband Neckaralb. Das zeigt, hier schafft man bewusst und richtig gut zusammen. Zu den Leuchtturmprojekten, insgesamt 6 an der Zahl, schauen wir uns 3 näher an. Das Biological Development Center des Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Instituts und der Uni Tübingen als Projektträger. In einem Forschungsneubau entsteht ein Stockwerk mit Laboren, in denen auch Forschungsgruppen mit Start-ups und kleineren und mittleren Unternehmen bioreaktive Proteine, Antikörper und Impfstoffe entwickelt werden. Entsprechende Hightech-Laborausstattung inklusive. Oder zum Entwicklungscenter für einen künstliche Intelligenz-Dateninkubator im Verkehrswesen mit dem Namen AIDA. Projektträger die GER Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH und Co. KG mit der fachlichen Leitung durch die Hochschule Reutlingen. Hier sollen Hochschulen und Unternehmen kooperieren. Schwerpunkt: autonomes Fahren in der Stadt. Es braucht Flächen und Geräte zum Testen, Messen und Simulieren.
dritter Leuchtturm zum Thema CO2 für die aktive energetische Nutzung. Die GWG Wohnungsgesellschaft Reutlingen und das Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut der Uni Tübingen wollen neuartige Wandfarben und Lacke erforschen, gemeinsam mit der Innovationsallianz des Landes. Es geht um Oberflächen, die Kohlendioxid schlucken, es absorbieren oder, genau genommen, in Methylalkohol umwandeln. So kann CO2 zum Energieträger werden. Das regionale Entwicklungskonzept ist ein großes Füllhorn in der Region Neckaralb. So kümmert man sich auch um Daten für die Gesundheitsversorgung zu Hause, ökologische Wertschöpfung, Weiterbildung für nachhaltige Unternehmensführung, die Apotheke der Zukunft, Anwendungszentren für Mensch und Maschine, digitale Transformation, ein Mobilitätskonzept oder einen ökologischen Schaubauernhof mit Bildungszentrum. Die Steuerungsgruppe formuliert trefflich: Die breite Beteiligung von regionalen Akteuren trägt zur Identifikation mit der Region und trägt zur Akzeptanz der durch Fortuna Hoch 2 initiierten Entwicklungen bei. Das ist ein Gewinn für alle. Und über allem steht der Leitspruch des Reutlinger Stiftungsgründers Gustav Werner aus dem 19. Jahrhundert: Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Das regionale Entwicklungskonzept lädt ein, tätig zu werden. Es ist ein Glück für die Region Neckaralb. Glück im Quadrat sogar, oder? Fortuna Hoch 2. Ja, und da ist die Ministerin mit dem Herzen dabei, denn ihre Heimat ist die Zollernalb. Bitte schön. Jawohl, also sehr stolz bin ich und ich freue mich, dass der Region Neckaralb, vertreten durch den Leadpartner des Landratsamt Tübingen, mir die Ehre zuteil wird, heute die Regio-Win-Urkunde aushändigen zu dürfen. Das Urteil der Jury, das zu der positiven Bewertung geführt hat, ist folgendes. Die Jury fand die Partnerschaft zwischen Wirtschaft und öffentlicher Hand bei der Strategieentwicklung, abgebildet durch das Tandem Landkreis Tübingen und IHK Reutlingen, sehr überzeugend. Auch hob sie hervor, dass sich im Konzept ein breiter Innovationsansatz findet, der auch weiche Standortfaktoren umfasst. Wir sind gespannt, was alles aus diesem Projekt entsteht. Und wir haben ja gerade auch gehört, dass auch im Bereich der Entwicklung von Impfstoffen hier ein Beitrag geleistet wird. Ich denke, das wird auch in Zukunft mit Corona, mit der Pandemie und auch für die Zeit danach ein ganz wichtiger Forschungsbereich bleiben. Ich darf die Urkunde vorlesen. Das regionale Entwicklungskonzept der Region Neckaralb, Regio-Win Fortuna Hoch 2, Neckaralb, mit intelligenten Ideen Zukunft nachhaltig gestalten. Unsere Region Neckaralb wurde von der Jury positiv bewertet. Die Region Neckaralb wurde von der Jury mit zwei prämierten Leuchtturmprojekten ausgezeichnet. Zum einen BioDev Center, Biological Development Center Reutlingen, Tübingen Research Campus und zum zweiten AIDA Human Centered Interactive Artificial Intelligence Data Incubation Center. Gratulation allen Beteiligten, viel Erfolg und wir sind gespannt, was daraus entsteht. Ja, und Gratulation, dass Sie das so unfallfrei vorgelesen haben. Das war überhaupt nicht leicht. Das hätte ich nicht machen wollen. Wir nehmen die A8, liebe Anwesende, in Richtung Westen, kommen in die Technologieregion Karlsruhe. Das sind die Kreise Karlsruhe und Rastatt sowie die Städte Karlsruhe und Baden-Baden. 1,6 Millionen Einwohner, stark im Feld der Innovationen, weil ja viele kleine und mittlere Unternehmen rege sind und das wissenschaftliche Netz eng ist. Das ist die Basis für Innovationen. Das regionale Entwicklungskonzept Technologieregion Karlsruhe 2030, Regionen in Bewegung, Transformation gemeinsam gestalten, nennt drei Themen als Schwerpunkt: Mobilität, Digitalisierung und Energie. Und formuliert als Ziele: modellhafte Gütermobilität etablieren, Stärke und Robustheit durch Vernetzung schaffen sowie Reallabore für die Energienutzung auf den Weg bringen. Konkret beleuchten wir drei Leuchtturmprojekte. Regio Cargo Tramtrain als Projekt der Albtal Verkehrsgesellschaft Karlsruhe. Ein Reallabor für nachhaltigen Gütertransport auf der Schiene und mit Lastenfahrrädern. Zielgruppe: Post- und Paketdienste sowie Kuriere. Die Vision: Die bestehende Stadtbahn wird zur Güterstadtbahn. Zur Rushhour befördert sie ausschließlich Personen, in Randzeiten auch Waren. Mit speziellen Anhängern. Flankiert das Ganze von künstlicher Intelligenz für Simulationen und Logistikplanung.
Dann Regio More der Stadt Bühl, ein digitales Innovationszentrum in einer ehemaligen Montagehalle. Schwerpunkte: E-Mobilität, Industrie 4.0 und eine Plattform fürs Internet der Dinge für das mittlere Oberrhein-Ökosystem. Dafür braucht es Räume und intelligente Infrastruktur für diverse Labore. Es gibt Coworking Spaces und Präsentationsflächen, digitale Angebote für Aus- und Weiterbildung und Training, eine Holodeck-Lounge für Kommunikation. Auch Startups sollen profitieren. Drittens zum Schwerpunkt Gütermobilität, ein Erlebnisraum für zukunftsweisende Gütermobilität in der Stadt. Projektträger: die Stadttochter Efeu Campus Bruchsal GmbH. Ziel: autonome Logistik für die letzte und vorletzte Meile. Dazu braucht es Testflächen auf dem Efeu Campus, der bereits RegioWin gefördert ist. Getestet wird, wie Roboter, Drohnen oder Volocopter den Gütertransport autonomer machen können. Wie haben mobile Güterdepots auszusehen? Was müssen Roboter und Flugmaschinen können? Wo fliegen und landen sie, damit Güter und Pakete in die Luft gehen können? In saubere Luft. Schlüsselprojekte im regionalen Entwicklungskonzept des Leadpartners Technologieregion Karlsruhe GmbH zielen auf Digitalisierung und Vernetzung im Gesundheitswesen, ein Netzwerk Innovation, Energiewende im Stadtquartier mit smarten Netzen sowie Klimaneutralität von Unternehmen. Der RegioWin-Antrag ist für die Technologieregion Karlsruhe verbindliche Handlungsgrundlage und Steuerungsinstrument. Tja, das ist nun wirklich eine mobile Region, wie wir gerade gesehen haben. Bitte schön, Frau Hofmeister-Kraut. Ja, in der Tat. Und ich freue mich besonders, der Technologieregion Karlsruhe, vertreten durch den Leadpartner, die Technologieregion Karlsruhe GmbH, heute die RegioWin-Urkunde aushändigen zu dürfen. Ich darf kurz auf die Bewertung der Jury eingehen. Was der Jury besonders bei ihrem Konzept gefiel, war, dass die Region das Missionsziel Klimawandel konsequent durchdeklinierte und sich immer stärker als Mobilitätskompetenzregion mit sehr innovativen Ansätzen profiliert. Deshalb heute auch die positive Bewertung, und ich darf die Urkunde verlesen. Das regionale Entwicklungskonzept der Technologieregion Karlsruhe, Region in Bewegung, Transformation gemeinsam gestalten, wurde von der Jury positiv bewertet. Die Technologieregion Karlsruhe wurde von der Jury mit 3 prämierten Leuchtturmprojekten ausgezeichnet. Zum einen Regio Car Argo Tramtrain, nachhaltige Logistik und Personenmobilität mittels Cargo Tramtrains. Zum zweiten Regio More, regionales digitales Innovationszentrum für das mittlere Oberrhein-Ökosystem. Und zum dritten Last Mile City Lab, Erlebnisraum für zukunftsweisende urbane Gütermobilität im Innovationszentrum Efeu Campus Bruchsal. Ich gratuliere allen Beteiligten, allen Netzwerkerinnen und Netzwerkern und wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung. Ja, vielen lieben Dank, Frau Ministerin Hofmeister-Kraut. Wir werden Sie dann später noch wiedersehen. Zunächst schauen wir jetzt mal wieder zu unseren Kindern und Jugendlichen, denn die machen sich Gedanken zum Thema Klima, Holz und zu bombenfesten Häusern aus Gras. Dann könnten die nächsten Generationen nicht mehr so leben, wie wir jetzt leben. Ja, also die würden dann auf jeden Fall, die wissen dann, wenn wir jetzt nicht unser Klima schützen und so, wissen die dann auch nicht mehr, was Schnee ist. Und da sagt man dann, boah, wir hatten voll viel Schnee und so. Und dann sagen die, was ist Schnee? Weniger Autofahren, mehr Fahrradfahren. Also vielleicht aus Gras so ein Zeug mischen, wo dann stabil sehr hart wird. Und dann auch mit irgendwie, weil Gras ist ja auch ein nachwachsender Stoff und den gibt es genug auf der Erde. Und wenn man dann da und Rasenmäher tun, das ja wegtun. Und dann wird das ja meistens auf die Grüngutstelle getan. Und dann kann man es da benutzen, um einen Stoff rauszumischen, der bombenfest wird, und dann für den Häuserbau benutzen. Und es gibt jetzt 3D-Drucker, und da könnte man dieses Gemisch reintun und dann könnte man daraus ein Haus machen. Ja.
Wir verzichten ja gerade auf Schokolade. Dass es keine Plastiktüten mehr gibt und dass nicht alles im Meer landet. Also ich verzichte auf Klamottenkauf. Das ist Secondhand, das gehört meiner Freundin. Zum Beispiel weniger Autofahren, mehr mit dem Fahrrad unterwegs sein oder auch Bus, weil da einfach mehr Menschen drin sind. Und auch weniger abholzen, sondern einfach irgendwas anderes suchen, dass es besser wird. Man kann viel daraus machen, also es wird ja zur Verbrennung gemacht, für Möbel oder für Papier. Aber wie gesagt, Abholzung ist halt schon ein großes Problem, vor allem Urwälder und sowas. Nachhaltigkeit ist für mich zum Beispiel, wenn man was wieder benutzen kann. Die Menschen, die jetzt leben, deren Lebenssituation zu verbessern, ohne die Chancen für die nächsten Generationen, die kommen, zu zerstören. Wir wollen viel Nachhaltigkeit. Der Plan von der Europäischen Union bis 2050, klimaneutral ja, zu genau. wirtschaften. Also dass man halt als erster Kontinent halt klimaneutral wirtschaften kann. Also ich möchte mal auf dem Land leben mit vielen Bäumen und vielleicht auch noch eine Streuobstwiese. Wir wollen saubere Luft und das Wasser soll sauber sein. Ich finde das toll, dieses Bewusstsein für Klima, für Nachhaltigkeit. Wir warten schon auf die nächsten Regionen, die da wären. Nordschwarzwald, Schwarzwald, Baar, Heuberg, südlicher Oberrhein und der Schwabenbund. Das sind eher ländliche Räume. Deshalb freue ich mich, dass jetzt der Minister da ist für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauck. Sie haben sozusagen den Staffelstab übernommen von der Wirtschaftsministerin. Und wir machen genauso weiter, dass wir diese Regionen auch kurz im Film vorstellen. Beginnen also mit dem Nordschwarzwald, mit den Kreisen Calw, Freudenstadt und dem Enzkreis sowie der Stadt Pforzheim. Ich habe es gesagt. Eher ländlich, 900.000 Einwohner. Viele pendeln da zur Arbeit raus in Richtung Stuttgart oder Karlsruhe. Die Wertschöpfung liegt zwar unter dem Landesschnitt und Forschung und Entwicklung haben Nachholbedarf, aber eine spannende Region allemal. So ergibt sich fürs Regionalentwicklungskonzept Innovationen in den Nordschwarzwald bringen, die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in Gang bringen und den Standort attraktiv machen. Titel: Erfolgreiche Gestaltung von Transformationsprozessen in strukturverändernden Innovationsfeldern. Mit Digitalisierung und Automatisierung den Blick auf Klima, Umwelt und Ressourcen. Fachkräfte gewinnen. Forschungsfelder ausbauen. Leadpartner ist die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH. Die Leuchtturmprojekte. Erstens, das Innovationszentrum Wissenschaft und Wirtschaft Nordschwarzwald, kurz IZWW. Träger, die Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald. Es entsteht in Pforzheim beim Zentrum für Präzisionstechnik sowie in Horb. In Pforzheim geht es um Permanentmagnete auf Basis seltener Erden, Magnetrecycling, Wiederaufbereitung und Anwendung. Ferner entsteht hier ein virtuelles Netzwerk für Unternehmen für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. In Horb geht es um Kunststoffe, ihre Produktion und Verwertung. Das IZWW polt hier Know-how über Kunststoffe und Verbundstoffe. Zweitens, das Forschungszentrum für biointelligente Wasserstoffkreislaufwirtschaft H2 Black Forest in Freudenstadt auf dem Campus Nordschwarzwald. Mit dem Zentrum für Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit Schwarzwald als Projektträger. Worum geht's? Neue Technologien für die Produktion von Wasserstoff aus nachwachsenden Rohstoffen erforschen, ebenso seine Rückgewinnung sowie die Produktion von Brennstoffzellen. In einem angegliederten Forschungszentrum sind Labor- und Versuchsflächen. Drittens. Mit dem Fokus Bioökonomie und den Stadtwerken Mühlacker und ihrer Biogasanlage als Projektträger geht es um die Rückgewinnung hochwertiger Rohstoffe aus überschüssiger Gülle und Gärresten. Aus 30.000 Tonnen werden reines Phosphat- und Stickstoffsalz, Torfersatz und Zellstoff für Papierfabriken. Mit weiteren Schlüsselprojekten besetzt die Region Nordschwarzwald die Themen Innovation und Wissenstransfer, Technologieführerschaft in den Bereichen Ultraeffizienz, intelligente und sparsame Produktion und Energie. Außerdem entsteht ein Jugendforschungszentrum. Denn die Zukunft ist jung. Regio.
Ja, da steckt viel Arbeit drin und der Landrat Rieger hat sich zuversichtlich geäußert, dass er die Jury überzeugen kann von der Förderungswürdigkeit. Lieber Herr Haug, wir sind gespannt. Das war so. Der Landrat Rieger hat recht. In der Tat, die Jury war auch überzeugt, denn die Region Nordschwarzwald konnte mit ihrem Entwicklungskonzept Nordschwarzwald erfolgreiche Gestaltung von Transformationsprozessen in strukturverändernden Innovationsfeldern im RegioWin-Wettbewerb überzeugen. Die bewusst starke Ausrichtung auf Innovationsprojekte für die Region hat die Jury als stimmige und notwendige Ausrichtung bewertet. Es wurden Projekte entwickelt, die von der Jury als sehr ambitioniert eingestuft wurden, die die umsetzenden Konsortien in hohem Maße fordern. Es freut mich, Ihnen mit dieser Urkunde die Prämierung der drei Projekte Innovationszentrum Wissenschaft und Wirtschaft Nordschwarzwald, Forschungszentrum für biointelligente Wasserstoffkreislaufwirtschaft im Schwarzwald und Upcycling Plus grüne Land- und Energiewirtschaft durch Upcycling von biogenen Reststoffen mitteilen zu dürfen. Und hier die entsprechende Urkunde hierzu, die ich der Region Nordschwarzwald überreichen darf. Wunderbar. Ist angekommen. Dankeschön, Herr Haug. Es geht nach Süden. Wir machen gleich weiter in die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, da wo Donau und Neckar noch jung und noch schmaler sind. Hier sind die 3M daheim, Maschinenbau, Metallerzeugnis und Medizintechnik. Es gibt eine vielfältige Hochschullandschaft, die mit der Industrie bestens vernetzt ist. Das regionale Entwicklungskonzept für die Region trägt den Titel Industrieregion Schwarzwald-Baar-Heuberg 2030 nachhaltig, digital, innovativ. Den Wandel erfolgreich gestalten. Es setzt auf die Stärken der Industrie und ihrer Cluster und formuliert drei Ziele. Erstens, Mikrotechnik und Medizintechnik stärken. Zweitens, ein Technologienetzwerk schaffen, das die Branchen vereint. Drittens, den starken Bereich Automotive als Zugpferd im Bereich Wasserstoff positionieren. Leuchtturmprojekt 1. Das Innovations- und Anwendungszentrum für Simulation und smarte Systeme für Mikro- und Medizintechnik. Im Umfeld des im vorherigen RegioWin-Wettbewerbs prämierten Leuchtturmprojekts Med Assembly soll ein neues Innovationszentrum entstehen. Projektträger: die Stadt Villingen-Schwenningen. Beteiligt unter anderem die Hochschule Furtwangen samt dem bereits prämierten Innovations- und Forschungszentrum Tuttlingen IFC und das Schwarzwald-Baar-Klinikum mit Deutschem Rotem Kreuz. Denn Technologie und Technik werden besser, wenn sie Patienten und Medizin, Nutzer und Anwender fest im Blick haben. Ziel: Kompetenz und Ansprechpartner für Digitalisierung und künstliche Intelligenz unter einem Dach nah zusammenbringen. Für intensivere Vernetzung sowie organisierte Zusammenarbeit mit zentralen Ansprechpartnern. Für gelungene Hightech-Medizin, glückliche Mediziner, Kassen und Kliniken und bessere Heilungschancen. Leuchtturmprojekt 2 für die Automotive-Branche. Ein Wasserstoffreal- und Testlabor für Schulungen und Tests, damit unter anderem die Automobilzulieferindustrie den Transformationsprozess besser bewältigen kann. Projektträger ist die Wasserstoffregion Schwarzwald-Baar-Heuberg, ebenfalls mit dem IFC in Tuttlingen. Ziel: Testen, Schulungen anbieten, Infrastruktur aufbauen und Wasserstoff als Energieträger in der Fläche nutzbar machen, damit Wasserstoffmotoren bald helfen können, die Klimaziele zu erreichen und die individuelle Mobilität über Elektroautos hinaus nachhaltig zu machen. 4 Schlüsselprojekte schicken die regionalen Akteure samt RegioWin-Steuerungsgruppe ins Rennen. Ihre Ziele: Digitalisierung, Vernetzung, Forschung und Entwicklung, Transfer und dabei ein besonderer Schwerpunkt auf das Cluster Medizintechnik. Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg marschiert mit Blick auf intelligente Spezialisierung in die Zukunft. Die Jury hat wohlwollend registriert. Bitte schön, Herr Minister Haug. Die Industrieregion Schwarzwald-Baar-Heuberg 2030 nachhaltig, digital, innovativ, den Wandel erfolgreich gestalten. Diesen Titel trägt das regionale Entwicklungskonzept, mit welchem die Region im RegioWin-Wettbewerb antrat und auch die Jury überzeugen konnte. Auf vorhandene Cluster zu setzen, ist ein Merkmal dieser Region. Im abgeschlossenen ersten RegioWin-Wettbewerb wurde auf Innovationsstrukturen in der Gesundheitswirtschaft den Fokus gelegt. Die RegioWin-Jury hebt in ihrer Bewertung hervor, dass dieses Mal weitere Transformationserfordernisse, zum Beispiel in der Automobilbranche und der Wasserstofftechnologie, ins Blickfeld rücken.
Es freut mich, Ihnen mit dieser Urkunde die Prämierung der zwei Projekte VIAS, nämlich Vernetzte Innovations- und Anwendungszentrum für Simulation und smarte Systeme und das Real- und Testlabor für Wasserstoffsysteme mitteilen zu dürfen. Und die Urkunde hierfür, die darf ich dann ebenso überreichen. Prima im Bild, gut zu erkennen, auch virtuell. Vielen Dank für diese Region und jetzt in eine, die sich für RegioWind 2030 auch neu formiert und aufgestellt hat. Südlicher Oberrhein-Hochrhein, eine Region mit Fallhöhe, wenn Sie so wollen. Knapp 1500 Meter der Feldberg, drunter das Rheintal, Wald, Wein und Wasser. Natürlich nicht nur Kirschwasser, sondern es gibt auch ganz viel Dienstleistung, Gesundheitswirtschaft, Elektro und Sensorik. Man denke nur an die Uhrenindustrie, im wärmsten Eck Deutschlands forschen zu dürfen. Und das der größte Standort der Fraunhofer ist Freiburg in Deutschland. Unter dem Lead-Partner, dem Verein Klimapartner Oberrhein, ist ein regionales Entwicklungskonzept entstanden mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Vernetzung. Titel: Connected Sustainable Valley, SOHO, also südlicher Oberrhein-Hochrhein. Für Innovationen in der Fläche, Transformation für den Erfolg des Mittelstands, spezifische Kompetenzen weiterentwickeln und grenzüberschreitende internationale Orientierung im schönen Dreiländereck. Wir blicken auf drei Leuchtturmprojekte. Erstens, der Verein Bauwerk Schwarzwald und das Zentrum Holzbau Schwarzwald ZHS. Getragen von Holzbaufirmen internationalen Renommees entsteht es in Menzenschwand, St. Blasien. Denn wo der gute Baustoff wächst, lebt Expertise für den Wald, für Holz und seine Nutzung. Das ZHS verzahnt Forschung und Praxis, bezieht Handwerk und Betriebe mit ein, macht Aus- und Weiterbildungen und trägt das Thema Holzbau in die Öffentlichkeit. Auch ein Think Tank ist angedacht. Ferner die Entwicklung eines Rundholz-Computertomographen, der Hinweise für Verarbeitung und Verwendung von Stämmen geben kann. Zweitens, vom Holz zum Wein. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Emmendingen realisiert im Kreis sowie in der benachbarten Ortenau ein Kompetenzzentrum Weinbau 4.0. Hier geht es um Automatisierung der Branche und um die Energiewende, damit der von der Sonne verwöhnte Wein die Betriebe zukunftsfit macht. Per digitaler Technik, Robotern und Photovoltaik im Weinberg. Hochtechnologie in einer traditionellen, die Region prägenden Branche. Das Kompetenzzentrum braucht Personal, Drohnen fürs Spritzen, PV-Anlagen sowie autonom fahrende Traktoren und Roboter, die Weinbauern unterstützen. So könnten wir bald singen. Und von künstlicher Intelligenz. Drittens. Von der Nachhaltigkeit zur Vernetzung. Leuchtturm 3. Zukunftsraum Schwarzwald der Wirtschaftsregion Südwest. 14 Zukunfträume entstehen in der Fläche, damit Innovationen auch außerhalb Freiburgs mehr Präsenz bekommen. Sie sollen Technologietransfer und das breite wissenschaftliche Know-how aus den Hochschulstandorten zu den Unternehmen im ländlichen Raum geballte Kompetenz in die Fläche bringen. Durch Community Manager, Coworking Spaces und vieles mehr als Katalysator für den Strukturwandel und Garant für Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen Raum. Weitere Projekte widmen sich vernetzter medizinischer Digitalisierung mit dem Universitätsklinikum Freiburg als Nukleus oder grünem Wasserstoff. Auch die Themen Mobilität, Gebäudetechnik, Lebensmittel und Ressourceneffizienz deckt das Entwicklungskonzept der Region als vernetztes, nachhaltiges Rheintal ab. Ich finde diese Fülle an Ideen einfach klasse. Das muss an dieser Stelle einfach mal gesagt werden. Badischer Wein von künstlicher Intelligenz verwöhnt, dann wird er noch besser und das gehört gefördert, Herr Minister, oder? Das finde ich auch, dass wir auch auf unsere alten Stärken uns nicht nur wieder besinnen, sondern sie mit neuem Leben erfüllen und einfach in das digitale Zeitalter ein Stück weit transformieren. Ich glaube, das Konzept hat auch die Jury besonders überzeugt. Nämlich das Konzept Connected Sustainable Valley, SOHO, wurde von der Jury positiv bewertet. Die Jury benennt die Region als eine sehr spannende Region mit klarem Profil. Positiv bewertet sie die starke Vernetzung im Dreiländereck und die Projekte mit breiter Wirkung in der Region. Beim Holzbau-Kompetenzzentrum und bei der Produktionstechnik im Weinbau werden regionale Bioressourcen mit modernster Technik für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen dieser Branchen verknüpft. Als für Forst- und Weinbau zuständiger Minister freue ich mich besonders auf die hier angestrebten und entstehenden Ergebnisse. Es freut mich, Ihnen mit dieser Urkunde die Prämierung der drei Projekte Innovations- und Transferzentrum für den Holzbau, Forschung und Praxis vereint.
Dann Weinbau 4.0, die Steigerung der Innovationsleistung im Weinbau bei Herstellern und Zulieferern, bei Dienstleistern, bei Landmaschinen, Mechanikern und auch dem Handwerk. Und dem Zukunftsraum Schwarzwald, der unter anderem lokale Coworking- und Innovationshubs als One-Stop-Shops-Brücken zwischen den urbanen Zentren und dem ländlichen Umland letztendlich darstellt und damit die Vernetzung, nämlich das, was Baden-Württemberg so stark macht, zwischen ländlichen Räumen einerseits und den Zentren, den Ballungsräumen andererseits auch dann herstellt. Und hier ist auch die Urkunde hierzu, die ich auch noch mal hier präsentieren darf. Prima, auch das haben wir erfreut zur Kenntnis genommen, in Ulm und um Ulm und um Ulm herum. Der alte Zungenbrecher, wir sind im Schwabenbund, dessen württembergischer Teil tritt an mit den Kreisen Alb-Donau, Heidenheim sowie Biberach und der Stadtkreis Ulm. Hier wachsen Bayern und Baden-Württemberg richtig zusammen, wie Sie alle wissen. Boombranchen sind hier der Maschinenbau, Pharma, Textil, Elektro oder Metall und die große Wissenschaftsstadt Ulm, die sich ja, Spitze im Süden nennt, die ist in der Forschungslandschaft des Schwabenbundes nicht allein. Schwabenbund 2030. Wir schaffen die erfolgreiche Transformation in den Mittelstand. So das Regionalentwicklungskonzept, das der Arbeitskreis mit dem Leadpartnern IHK Ulm 2 Jahre lang erarbeitet hat. Es schreibt sich wissensbasierte Ökonomie auf die Fahne. Weg vom Kohlenstoff hin zu Bioökonomie. Wissenstransfer optimieren. Die Infrastruktur für Innovationen pushen. Gesundheit, Mobilität, das Halten der Fachkräfte oder ihr Zuzug in die Region sind wichtig. Dafür notwendig Internationalisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Stärken der Region finden sich in den beiden Leuchtturmprojekten. Das DASU, Transferinstitut für Digitalisierung, Analytics und Data Science Ulm in den Räumen der IHK. Projektträger ist die gleichnamige Stiftung. Weil Digitalisierung und Datenanalyse bereits Forschungsschwerpunkt sind, möchte man die Ergebnisse der Forschung hier mit viel PS auf die Straße bringen. Mit zentraler Anlaufstelle für Unternehmen bei Fragen zu Data Science. Mit viel Kommunikation sowie mit einem Labor, das Data Service und künstliche Intelligenz hautnah erlebbar macht. Schwerpunkt Bioökonomie. Die Stadt Biberach ist Projektträger für den Bau eines Transferzentrums für die industrielle Bioökonomie. Es entsteht in passender Nachbarschaft A zur Hochschule Biberach, die ihre Abteilung für Bioökonomie hierher verlegen wird, und B zum Innovations- und Technologiezentrum ITZ Plus, das in der ersten Wettbewerbsphase gefördert wurde. Das Transferzentrum Bioökonomie ist Anlaufstelle für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Es bietet die Infrastruktur und Ausstattung für Neues und den Weg in die Anwendungen. Als kreativer Nährboden für die Transformation zu einer industriellen Produktion von bioökonomisch geprägten Produkten und Dienstleistungen. Data Science und Bioökonomie als Leuchtturmprojekte, die Unternehmen zukunftsfähig machen. 7 Schlüsselprojekte runden das Entwicklungskonzept des Schwabenbundes ab. Für Wissenstransfer, Strukturen für Innovation, Gesundheit, Mobilität, Verkehr und Fachkräfte, um eine starke Wirtschaftsregion zu stärken. Unter dem Motto, gemeinsam schaffen wir die erfolgreiche Transformation im Mittelstand. Ja, 2 Jahre Arbeit stecken in diesem regionalen Entwicklungskonzept, wie sie sich gelohnt haben, sagt uns der Minister. Der Schwabenbund ist mit dem Entwicklungskonzept Schwabenbund 2030, wir schaffen die erfolgreiche Transformation im Mittelstand, im RegioWin-Wettbewerb angetreten und konnte auch dieses Mal die Jury überzeugen. Diese bewertet das Entwicklungskonzept als ein sehr gutes und für die Region stimmiges Konzept. Das Projekt zur Bioökonomie bzw. Biotechnologie zählt zu den bestbewerteten Projekten überhaupt. Konsequent werden hier die Stärken der Region im Zusammenhang mit der Forschung an den Hochschulen und Universitäten weiterentwickelt. Es freut mich, Ihnen mit dieser Urkunde die Prämierung der beiden Projekte DASU, Transferinstitut für Digitalisierung, Analytics and Data Science in Ulm und TIP, das dem Transferzentrum Industrielle Bioökonomie mitteilen zu dürfen. Und hier ist die Urkunde. Prima. Und dann auch vielen Dank, lieber Herr Haug, für den Moment. Wir sehen auch Sie gleich in der Regionenrunde wieder. Und jetzt sind unsere Kinder und Jugendliche wieder an der Reihe. Sie machen sich Gedanken über die Rolle von Bildung, Forschung und künstlicher Intelligenz. Dass man nicht
also so langsam im Kopf ist. Also wie, ja, dass man nicht als Volldepp rumsteht, weil man sonst, weil dann kann man nämlich mehr Sachen wissen als ein Kindergartenkind und Leute, die nicht zur Schule gegangen sind. Eine hohe Schule, vielleicht so groß wie so ein großer Baum oder größer wie ein größer Baum, so ungefähr doppelt so groß. Die ist ganz hoch, bis zum Himmel. Ja, auch, dass man später mal Beruf lernen kann und in andere Länder kann und so. Die sprechen da ja ausländisch und wenn du nicht in die Schule gehst, dann lernst du das ja nicht. Also ich würde sagen, dass schon viele rumreisen, aber es gibt auch welche zum Beispiel, die untersuchen die Erde oder so, die sind wahrscheinlich dann schon im Labor. Die Entwicklung und Forschung muss sich echt beeilen. Forscherinnen sollen forschen. Also wird ja viel auch an Robotern geforscht und das finde ich eigentlich ziemlich sinnvoll in mehreren Bereichen. Im sozialen Bereich können die Menschen natürlich nicht ersetzen, aber vor allem jetzt, weil wir ja sehr viel Personalmangel auch haben, dass man eben da Roboter verwenden könnte für bestimmte Berufe im medizinischen Bereich. Da wäre es dann halt cool, wenn es dann mal geht, dass man dann auch ein bisschen mehr Freizeit hat. Dann könnten die Roboter ein bisschen mit denen spielen. Weil das finden die alten Menschen und so auch toll, wenn die dann was Neues entdecken. Also ich würde mir eine Maschine wünschen, die in ganz vielen Sachen aushelfen kann. Wie zum Beispiel im Putzen, in der Technologie, in Kraftwerken. Eine Zimmeraufräummaschine, die das Haus sauber hält. Mein Papa ist Arzt und der braucht gute Geräte, um arbeiten zu können. Hochschulen sind hoch, da bekommt der Begriff höhere Bildung gleich mal eine ganz andere Bedeutung. Ich begrüße die Dritte im Bunde, die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Theresia Bauer. Gemeinsam gehen wir gleich in die nächste Region und das ist Heilbronn-Franken, ländlich geprägt, viel Produktion. Unterdurchschnittlich sind hier die Hochschulabsolventen und Absolventinnen vertreten, aber die Wirtschaft brummt und in Sachen Innovation, da geht es bereits ordentlich voran. Heilbronn-Franken auf dem Weg in die Zukunft. Wandel in einer ländlich geprägten Region ist dann auch der Titel des regionalen Entwicklungskonzepts. Es sieht drei Stränge für die Umsetzung in RegioWin. Erstens für die Wirtschaft, die Digitalisierung der Produktion samt Qualifizierung des Personals. Zweitens für die Menschen, Gesundheit und nachhaltige Mobilität. Drittens für die Zukunft, Energie. Das Agrobusiness verfolgt die Region außerhalb von RegioWin. Man möchte die Stärken stärken. Das sind Maschinenbau, Autoindustrie, Gesundheitswesen, Datenverarbeitungs- und Informationstechnologie. Man will Zukunftsthemen in den produzierenden Sektor bringen und damit die Strahlkraft der Region erhöhen. So sind im strukturierten Miteinander unter Federführung Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken mehrere Leuchtturmprojekte entstanden, die Forschung und Technologie erstens in der Region etablieren und sie zweitens dann ins Unternehmen bringen sollen. Sie fit machen für die Herausforderungen, regional, national und international. Sie sollen Start-ups anlocken, um den Standort zu stärken. Zum Beispiel das Hydrogen Hub als Dreh- und Angelpunkt für Wasserstofftechnologie. Als Zentrum für Forschung und neue Anwendungen, für Tests und den Transfer in Unternehmen durch Beratung und einer jährlichen Roadshow. In Harthausen soll es entstehen. Förderungen für seinen Bau und die technische Ausstattung sind gefragt. Projektträger ist die BFG Raum Heilbronn GmbH. Dann das i3 Lab als Zentrum zur Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft. Es soll Routinedaten als Grundlage für immer komplexere Therapien liefern und die konkrete Routinebehandlung mit klinischen Studien und Datenbanken vernetzen. Für molekularbiologische Laborkompetenz. Bau und Ausstattung des Gebäudes sollen gefördert werden. Projektträger ist die Molit-Institut GmbH. Der Artificial Intelligence Training and Qualification Campus der Hochschule Heilbronn als Projektträger.
als Raum für künstliche Intelligenz, ihre Erforschung und für Weiterbildung. Hand in Hand mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation, der TU München und der Dualen Hochschule Heilbronn verspricht es hohe Innovationskraft. Weitere Vorhaben widmen sich in guter Weise der Digitalisierung, Industrie 4.0 und künstlicher Intelligenz. Besonders für Fertigung und Produktion inklusive der Qualifizierung derer, die damit arbeiten. Und weil die Projekte vieles schlanker, schneller und vernetzter machen können, steigt die Effizienz und sinkt der Verbrauch an Ressourcen. Leadpartner und RegioWin-Akteure unterstreichen das regionale Entwicklungskonzept Heilbronn-Franken auf dem Weg in die Zukunft. Wandel in einer ländlich geprägten Region. Da kann man nur sagen, es geht was in Heilbronn-Franken, Frau Ministerin. Bitte schön. In der Tat, ich freue mich. Dieses Konzept mit dem Titel Heilbronn-Franken auf dem Weg in die Zukunft, Wandel in einer ländlich geprägten Region, hier vorstellen zu dürfen und prämieren zu dürfen. Es legt ja den Fokus auf die Transformationsprozesse im Bereich der Produktion, der Gesundheitswirtschaft, der nachhaltigen Mobilität und auch der Energieeffizienz. Diese Transformation soll durch qualifizierende Maßnahmen unterstützt werden. Das ist ja eben sehr schön präsentiert worden. Diese Konzeption hat die Jury in einer besonderen Weise überzeugt. Und deswegen werden mit diesem Konzept gleich drei Leuchtturmprojekte prämiert. Das ist das Hydrogen Hub, das ist das i3 Lab und das ist das AI Training and Qualification Campus Konzept. Herzlichen Glückwunsch an Sie alle. Ich hoffe, Sie arbeiten weiterhin schön konzentriert zusammen an diesem bezaubernden Projekt. Und das ist die Urkunde. Wunderbar. Dann haben wir dieses auch erledigt. Dankeschön. Und nun kommen wir zur einzigen Wettbewerbsregion, die als einzelner Landkreis eingereicht hat, das ist der Ostalbkreis, im besten Sinne getrieben und vorangebracht vom ehemaligen Landrat Klaus Pavel, der aus diesem RegioWin-Wettbewerb gar nicht mehr wegzudenken ist. Er ist der drittgrößte Kreis im Land mit 42 Städten und Gemeinden, ein Hochschul- und Technologiestandort mit Weltmarktführern, und das Landratsamt als Leadpartner hat ganz viele Akteure mit auf diesen Weg genommen. Es schlägt 6 Handlungsfelder auf einen Streich. Dialog und Konzeption, Bildung und Bewusstsein, Innovationsmanagement, intelligente Spezialisierung, neue Zukunftsfelder sowie Technologie und Wissenstransfer. Titel: Nachhaltige Innovationen im Ostalbkreis. Zukunftsideen für Mensch und Umwelt. Herausforderungen sieht das Konzept im Transformationsprozess von Produktion zu Forschung und Entwicklung für mehr Innovation und Nachhaltigkeit. Die Leuchtturmprojekte. Die KI-Werkstatt Mittelstand des Innovationszentrums an der Hochschule Aalen für kleine, mittlere und junge Unternehmen. Flächen mieten, leistungsfähiges IT-Equipment anschaffen und 10 Spezialisten an Bord holen. Erstens für den Transfer aus der Theorie in die Praxis, zweitens für die technische Machbarkeit für KI-Lösungen und drittens als Geschäftsentwickler mit Blick auf Chancen und Geschäftsmodelle. Die KI-Werkstatt Mittelstand wird Unternehmen leiten und begleiten. Viel Holz ist das Motto des nächsten Turms im wahrsten Sinne. Die Stadt Heubach plant den höchsten Holzturm Deutschlands, 61,5 Meter hoch. Angeschlossen an ein Zukunftsforum als Transferort für nachhaltige Innovationen in Forst-, Wald- und Holzwirtschaft. Der Turm soll an ehemaligen Masten der Bundeswehr entstehen, aus acetyliertem Buchen-Furnier-Schichtholz, das als Innovation im Holzbau gilt. Das Zukunftsforum zu seinen Füßen wird Bauen mit Holz, Innovationen, Forschungsergebnisse und Transformationsstrategien präsentieren. Das Steinbeiß-Transferzentrum Energiesysteme setzt auf ein Transferzentrum für Effizienz, Klimaschutz und Klimaanpassung Ostalb an der Hochschule Aalen. Ein Transferteam soll hier kleinen und mittleren Unternehmen oder Kommunen zur Verfügung stehen, sie auf dem Weg zu mehr Klimaschutz unterstützen, durch neue Geschäftsmodelle oder bessere Abläufe in Produktion und Logistik. Geplant sind ferner Bildungsmodule sowie ein virtueller Showroom. Startups siedeln im Green Innovation Hub für Effizienz mit cleveren digitalen Lösungen. Weitere Schlüsselprojekte zeigen die Aktivität und Agilität der Akteure im Ostalbkreis, sei es für die automatisierte Mobilität oder die Entwicklung der Wasserstofftechnologie. Eine ganz breite Basis also, die das Landratsamt mitgenommen hat, inklusive Bürgerbeteiligung, Gewinnspielen und Nachhaltigkeitsbotschaftern. Daher werden Zukunft und Ostalb in einem Atemzug gesprochen. Also dieser Holzturm,
Der hat die Ministerin und mich gleichermaßen beeindruckt. Tolle Geschichte. Bitteschön. Ja, also bei diesem Konzept mit dem Titel Nachhaltige Innovation im Ostalbkreis, Zukunftsideen für Mensch und Umwelt, ist ja in einer besonderen Weise bemerkenswert, dass bei der Ausarbeitung sehr viel Wert gelegt wurde auf das Thema Beteiligung, auch für die nächsten Jahre. Der Mensch, die Fähigkeit zusammenzuarbeiten, gemeinsame Ziele zu definieren und umzusetzen, steht also im Mittelpunkt. Und genau das hat die Jury besonders lobenswert gefunden. Dieses enge auch Zusammenspiel, das sich hier zeigt, zwischen Landkreis, Kommune und Hochschule. Mit diesem Konzept verbunden ist die Auszeichnung von zwei Leuchtturmprojekten, also der KI-Werkstatt Mittelstand und der Alpturm mit dem Zukunftsforum, der uns eben schon im Bild beeindruckt hat. Herzlichen Glückwunsch an Sie alle. Gute Zusammenarbeit. Wunderbar. Damit haben wir die 10 voll. Es fehlt noch die 11. Wettbewerbsregion. Und dabei sind wir in der Region Stuttgart, also die Stadt Stuttgart mit den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und auch Remsmoor. Und ich als Schorndorfer bin jetzt auch im Regio Windfieber angekommen. Die Region Stuttgart sorgt für ein Drittel der Wirtschaftsleistung im ganzen Land mit fast 3 Millionen Menschen aus aller Herren Länder. Es brummt, kann man sagen. Aber alternative Autoantriebe sind die Herausforderung der Zukunft. Suevia Reloaded heißt der Regio Win-Beitrag. Dieser Name vereint Vergangenheit und Zukunft. Suevia, lateinisch für Schwaben, und das englische Reloaded für neu aufgelegt. Themen von Leuchtturm- und Schlüsselprojekten sind Vernetzung, Transfer, Plattformen, Smart City, Stärkung der Cluster, Unternehmensgründungen, im Prinzip der komplette Querschnitt für nachhaltige Entwicklung und Zukunft. 3 Leitziele sind im Mittelpunkt. Erstens, die industrielle Basis soll wachsen und zukunftsfit werden. Infrastruktur, Innovation, Kooperation, künstliche Intelligenz sind die Schlagworte für Entwicklung, Forschung sowie tolle Produkte und Dienstleistungen. Zweitens, Nachhaltigkeit in Bauen und Verkehr. Innovative Lösungen für Mobilität stehen im Fokus, wie schon in der ersten Wettbewerbsphase. Ressourceneffizienz im Bausektor ist wichtig. Umweltschutz, Recycling und erneuerbare Energien sind großgeschrieben. Auch die Stadtplanung. Forschung und Unternehmen für Projekte in einem Boot. So die Vision. Drittens, Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte. Halten und gewinnen. Denn Transformation braucht Qualifizierte und Qualifikationen mit koordinierter Weiterbildung im Verbund. Gute Strategien für den Ballungsraum für Suevia Reloaded. Mehr als 300 Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Verbänden haben mitgedacht und mitgemacht. Die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart ist Leadpartner. Ein Leuchtturmprojekt ist das HFT Lab. Projektträger ist die HFT, die Hochschule für Technik Stuttgart. Hier sollen Materialien fürs Bauen der Zukunft erforscht werden. Und was liegt da näher, bereits den Bau als Forschungsgegenstand zu sehen, als Living Lab? Es entsteht als Holzhybridbau, also aus Holz und anderen Baustoffen. So begibt man sich auf die Spuren nachhaltigen Bauens mit neuen Materialien. Das HFT-Lab soll transparente Lehre und Forschung sichern, mit viel Platz auch für Studierende und Professoren. Ein Smart Living Lab, das mit Unternehmen kooperiert und der Öffentlichkeit kommuniziert. Zweites Leuchtturmprojekt der Region, das Zentrum für Kälte- und Klimatechnik bei der Berufsschule Leonberg. Träger, der Landkreis Böblingen. Sein Fokus, Aus- und Fortbildung, Forschung und Orientierung für Fachkräfte, Start-ups und Unternehmen für diesen wichtigen Bereich, für Nachhaltigkeit in Bauen, Wirtschaften und Leben. Die Verantwortlichen der Region Stuttgart stellen fest, der Beitrag zu RegioWin 2030 hat die regionalen Akteure zusammengebracht. Mit neuen Impulsen zu Ideen und tragfähigen Ansätzen für Innovation und Nachhaltigkeit. Suevia Reloaded, das passt doch ganz gut zur sehr guten Aufstiegssaison des VfB Stuttgart in diesem Jahr, aber das ist nicht das Thema heute. Liebe Frau Bauer, bitte. Ja, also dieses Konzept mit dem schönen, also schon wieder ein Schwabentitel, ja, mit dem schönen Titel Suevia Reloaded Region Stuttgart, innovative und nachhaltige Stadt-Umland-Kooperationen für Umwelt, Energie, Verkehr, Industrie und Arbeitsmarkt, stellt sich ja all den Herausforderungen, welche in einer besonderen Weise durch die Transformation der Automobilwirtschaft entstehen, aber auch dem großen Zukunftsthema Ressourceneffizienz und Bauen. Der tiefgreifende Wandel, der hier sich vollzieht, beschleunigt durch die Digitalisierung in den Unternehmen, im Arbeitsmarkt, aber auch in der Gesellschaft, wird hier aufgegriffen und innovativ bearbeitet. Die Region wird
mit dem Leuchtturmprojekt HFT Lab, Innovationslabor an der HFT Stuttgart, ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch Ihnen und alles Gute bei der Realisierung des Projekts. Und damit haben wir alle 11 Urkunden virtuell überreicht. Das hat bisher, Herr Toll, funktioniert und wir haben wieder Zuwachs bekommen durch die Frau Ministerin Hofmeister Kraut, durch Minister Haug. Wir wollen das jetzt zusammen angehen, nämlich uns ins Land hinaus zu digitalisieren, in die Regionen schalten. Zunächst aber vielleicht die Frage nochmal, Frau Ministerin Hofmeister Kraut, RegioWin ist ja quasi in den ersten Lockdown hineingestartet. Welche Auswirkungen hatte Corona für die ganze Geschichte? Ja, also wie uns allen ja bekannt ist, lebt RegioWin davon, dass man sich vor Ort vernetzt, dass man sich austauscht, auch im persönlichen Gespräch, viele Akteure eben aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenholt an einen Tisch. Und es war natürlich jetzt in Präsenz in der Form nicht möglich. Aber ich glaube, das macht auch unsere heutige Verleihung deutlich. Es ist uns gelungen, ganz Baden-Württemberg virtuell zu kommunizieren. Und so war es auch bei RegioWin. Wir haben jetzt einen Zeitversatz von circa 6 Wochen durch die aufgrund der Pandemie erschwerten Möglichkeiten. Man musste sich natürlich auch erst entsprechend ausrichten. Aber heute, diese Auszeichnung zeigt ja, dass es erfolgreich gelungen ist. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was aus diesen Projekten entsteht. Es ist ein wichtiges Fundament für uns als Innovationsstandort mit unseren starken Regionen, die dies ja auch tragen. Dann wollen wir Sie mal hören, diese Innovationsteams, In-Teams sozusagen. Wir wollen hoffen, dass die Technik mitspielt, dass die Technik steht. Und ich darf bitten an alle beteiligten Regionen, da sehen wir Sie schon, erwartungsfroh, dass Sie sich bitte kurz halten in den Antworten, denn jeder von Ihnen soll ja hier auch zu Wort kommen. Es war ein besonderer Prozess, wie wir gehört haben. Wir fragen zunächst mal in der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald Jochen Protzer. Sie haben einige neue Akteure ins Boot geholt. Wie hat das dann am Ende digital funktioniert? Ja, zunächst erleben Sie eine sehr freudige Region Nordschwarzwald, die natürlich mit diesen Leuchtturmprojekten jetzt einiges in Rückenwind bekommt, die Herausforderungen, vor der wir gestellt sind. Die Situation war noch nie da gewesen und wir haben die Akteure, egal ob beim letzten RegioWin-Wettbewerb oder neue, einbinden können und das Ganze auch ganz gut. Wir haben die digitalen Treffen regelmäßig gemacht. Wir haben uns angestrengt und das offensichtlich auch erfolgreich, dass wir alle abgeholt haben und gemeinsam einen Wettbewerbsbeitrag, der die Jury überzeugt hat, erarbeiten konnten. Auch wenn wir uns natürlich wünschen, dass das künftig wieder bald in Präsenz geht, können wir rückblickend doch auf eine reibungslose und auch ganz positive Zusammenarbeit zurückblicken. Danken allen Beteiligten für die Zusammenarbeit, aber auch dem Land für die Möglichkeit und für diese Unterstützung. Mit den prämierten Leuchtturmprojekten werden wir auch die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft unserer Region sichern können. Besten Dank. Und wir wünschen viel Glück und sagen noch einmal herzlichen Glückwunsch in die Region Nordschwarzwald und gehen mal gleich weiter zu Dr. Peter Jani, Hauptgeschäftsführer der IHK in der Bodenseeregion. Erstmals in dieser Form und Zusammensetzung sind Sie angetreten. Was hat denn die Erarbeitung dieses Konzepts in Ihrer Region gebracht? Ja, zunächst, wir bilden auch, was wir hier in dieser Region nehmen, denn wir haben ein etabliertes Innovationssystem in der internationalen Bodensee-Region. Wirtschaft, Wissenschaft, arbeiten hier grenzüberschreitend zusammen. Ein Ausdruck ist zum Beispiel internationale Bodensee-Hochschule, Südhochschule und von zwischen 29 Hochschulen in dem Bodensee. Ich freue mich sehr, dass ich seit 22 Jahren als junger Lektor an der Gründung von der Lektorin sein durfte. Und auch das Team Wissenstransfer ist mit mehreren IHKs und mit mehreren Wirtschaftsförderungsgesellschaften aus der internationalen Bodensee-Hochschule den Technologietransfer gegeben. Und auch RegioWin hat in der letzten Phase schon Projekte über unsere Regionsgrenzen hinausgefordert. Dennoch haben wir erlebt, dass durch den neuen Zuschnitt der Region sehr getroffen haben, die sich bisher nicht kannten, die sich zusammenfinden mussten über die 2,5 Jahre hinweg. Aber das ist gelungen.
Kontakt geschaffen, Vertrauen geschaffen, Kooperationsbereitschaft ist entstanden. Das ist aus meiner Sicht auch das, was nachhaltig wirken wird, neben der Strategie, einfach dass wir in Zusammenarbeit und Zusammenarbeit profitieren. Insofern darf ich den drei beteiligten Ministerien ganz herzlich danken. Sie haben die Impulse gesetzt, sie haben uns hervorragend unterstützt. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Beteiligten in der Region, die wirklich konstruktiv zusammengearbeitet haben. Und last but not least auch bei unserem Herrn Dr. Voss, der überaus engagiert die Projektleitung übernommen hatte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jani. Sie merken, es ist technisch echt anspruchsvoll, 11 Regionen zusammenzuschalten. Da gibt es manchmal noch ein paar Wackler im Netz, aber das macht gar nichts. Wir sind froh, dass wir Sie sehen und dass wir Ihren Dank hier empfangen können. Alles klar. Und vielleicht für die nächsten 9, die noch kommen, nehmen Sie sich kein Beispiel an den Vorrednern. Seien Sie ein wenig kompakter noch. Unsere Ministerin Bauer hat einen Anschlusstermin. Vielen Dank an der Stelle. Wir gehen in den Ostalbkreis zu Landrat Dr. Jochen Bläse. Sie haben wahnsinnig gekurbelt, um die Akteure einzubinden. Wie sichern Sie denn diese Beteiligung weiter und nachhaltig ab? Ja, guten Tag, Herr Antwerpes, meine Damen und Herren. Lieben Gruß auch an die Ministerinnen und den Ministern. Herzlichen Gruß aus dem Ostalbkreis. Ja, wir freuen uns, dass wir als Kreis wieder WIN-Region werden konnten, dass wir unseren guten Erfolg aus dem Jahr 2014 anknüpfen durften. Ja, wir haben viel mit Beteiligung gearbeitet. Das Thema nachhaltige Innovation im Ostalbkreis ist nicht ein 100-Meter-Lauf, sondern es ist ein Dauerlauf. Wir sind ständig mit dran mit unseren vernetzten Partnern. Deshalb haben wir viel auf Präsenzveranstaltungen zunächst gesetzt, haben dann umgeschaltet in die entsprechende Online-Veranstaltung, dass Bürgerbeteiligung, dass kommunale Beteiligung, aber dass eine große Umfrage auch stattfinden konnte, die Bürgerschaft mit einbinden. Mehrere hundert Personen haben sich auf unserer Website gemeldet, haben sich aktiv mit eingebracht und geführt wurde der Prozess NIO durch einen Steuerungskreis. Und deshalb sitze ich heute auch nicht alleine, sondern wesentliche Vertreter des Steuerungskreises sind mit dabei, die Kommunen, die Hochschulen, die Städte. Und deshalb sind wir stolz und ich sage Danke, dass nachhaltige Entwicklung im Ostalbkreis mit unseren zwei Leuchtturmprojekten, wir haben 3 eingereicht, 2 konnten prämiert werden. Der Turm wurde angesprochen, aber auch die Werkstatt, die KI-Werkstatt an der Hochschule. Vielen Dank nach Stuttgart, vielen Dank an Sie, dass der Ostalbkreis wieder zeigen kann, Innovation, Transformation, Zukunft findet im Ostalbkreis statt. Sehr schön, vielen Dank. Das war jetzt prima, das war kurz, man hat es Ihnen angemerkt, Sie haben es richtig durchgezogen. Danke dafür. Frau Ministerin Bauer, wenn wir Sie noch hier haben, welche Rolle spielen denn Hochschulen für die Entwicklung einer Region? Es ist ja, wenn man vergleicht die Präsentation heute mit der letzten Runde, da waren wir noch stolz darauf, dass da zunehmend Hochschulen vorkamen und jetzt ist es Standard. Regionalentwicklung muss sozusagen Hochschule mitdenken, integrieren und dieses Dreieck aus Kommunen oder Landkreis, Hochschule und Wirtschaft und Gesellschaft noch dazu, in dieser Kombination kommt man halt wirklich voran und das scheint sich durchgesetzt zu haben als ein Erfolgsmodell. Das finde ich, spricht in einer besonderen Weise auch für unser Land. Wir sind ja in Baden-Württemberg wie kein anderes Bundesland so in der Fläche vertreten. Wir haben so erfolgreiche, starke Unternehmen in der ganzen Fläche, aber die Hochschulen sind eben auch so dezentral wie nirgendwo sonst. Und das scheint sich auszuzahlen in gelebter Zusammenarbeit. Toll. Und es gibt neue Zuschnitte im Rahmen von Regio WIN. Eine ganz breit aufgestellte Region ist der südliche Oberrhein-Hochrhein. Matthias Nicolai sehe ich, den Vorsitzenden des Regio WIN-Lenkungskreises. Es ist eine heterogene Region, es ist aber ein homogenes Konzept. Wie haben Sie das denn wohl hinbekommen? Ja, ich möchte zunächst auch ganz herzlich danken, und zwar im Namen der gesamten Region, der Jury und auch den Ministerien für die Prämierung von 3 Leuchtturmprojekten aus unserem regionalen Entwicklungskonzept. Ich darf das sagen, mit 3 Prämierungen hätten wir wirklich nicht gerechnet und da freuen wir uns ganz besonders darüber. Ja, wir haben in einem sehr engagierten Prozess mit mehr als 300 Akteuren, nicht nur aus dieser Raumschaft, auch aus Frankreich und aus der Schweiz, ein regionales Entwicklungskonzept auf den Weg gebracht in einer durchaus großen und auch sehr heterogenen Region. Prägend dafür sind sicherlich einmal die Natur- und Kulturräume um Rhein und Schwarzwald einerseits, aber auch sehr viele mittelständische Unternehmungen, unter denen man auch nicht selten Hidden Champions und auch Weltmarktführer finden kann in unserer Region. Es ist schon mehrfach angesprochen, RegioWIN verbindet, RegioWIN vernetzt und daraus erwächst auch gemeinsame Verantwortung.
Das hat uns in diesem Regiowind-Prozess 2030 sehr getragen. Vor dem Hintergrund der Erhaltung der Naturräume, ich darf das sagen, ganz besonders in dieser sehr schönen Region, aber natürlich auch Erhalt und Stärkung der Wirtschaftskraft hier in unserer Region. Das hat uns hier getragen. Das waren die Treiber in diesem Prozess am Ober- und am Hochrhein. Und das war auch die Basis für unsere gemeinsame Vision eines Connected Sustainable Valley Soho in Südbaden. Vielen Dank. Dankeschön, lieber Herr Nicolai. Und ich nehme den Ausdruck Treiber gerne auf. Als der möchte ich mich noch mal gerieren und sagen, fassen Sie sich kurz, meine Lieben. Oberbürgermeister Harry Mergel, Frage also nach Heilbronn-Franken. Wie groß ist der Mehrwert der Regio-Win-Beteiligung? Denn Sie sind erstmals qualifiziert. Ja, und wir sind natürlich auch stolz und dankbar am heutigen Tage. Ich denke, der Regio-Win-Prozess war für uns ein willkommener Anlass, nicht nur wichtige Handlungsfelder für die Zukunftsfähigkeit unserer Region in den Blick zu nehmen, sondern auch gleich mit entsprechenden Zukunftsprojekten zu untermauern. Und nicht zu vernachlässigen, auf diesem Weg, bei diesem Prozess haben wir nicht nur Potenziale definiert, sondern natürlich auch viele neue Kontakte, viele Netzwerke geschaffen, die uns in der Zukunft sicher hilfreich sein werden. Und ich denke, wir sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Wissenschaft, die Forschung mittlerweile eine größere Rolle spielt. Gerade bei uns in der Region haben wir hier in den letzten Jahren viel aufgeholt und die Qualität unserer Beiträge, von denen ja drei ausgezeichnet wurden, sind sicherlich auch auf die Mitwirkung der Wissenschaft und der Forschung zurückzuführen. Also ein guter Tag für die Region Heilbronn-Franken. Wir sind dankbar allen Beteiligten, aber auch natürlich den Ministerien und der Jury. In diesem Sinne, liebe Grüße nach Stuttgart. Sehr schön. Wir loben eine 12. Urkunde aus für denjenigen und diejenigen, die eine Minute unterschreiten. Lieber Herr Mergel, Sie waren schon sehr nah dran. Super. Wir gehen in die Region Stuttgart zu Walter Rock. Was sind denn Ihre, sagen wir mal, zwei, drei Wünsche an die regionale Wirtschaftspolitik? Also, dann mache ich es wirklich kurz. Politik ist ja heute und insbesondere die Wirtschaftspolitik mehr als früher eine echte Kunst. Eine Transformationskunst, in dem Konflikt einerseits Erhalt guter Arbeit und Ausbildungsplätze und auf der anderen Seite Erhalt, Schutz und Natur und natürliche Lebensgrundlagen. Und das ist nach unserer aller Wahrnehmung und Überzeugung kein grundsätzlicher Zielkonflikt, darf auch kein grundsätzlicher Zielkonflikt mehr sein. Nachhaltiges Wirtschaften kann sogar zum Wachstumsmotor werden. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass man diese Transformationskunst im Dialog mit den Regionen setzt, vielleicht sogar noch verstärkt. Unter uns Regionen gibt es ja bereits eine engagierte und gut organisierte Zusammenarbeit. Für die Region Stuttgart sage ich danke den Ministerien für die Förderung und für die gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Ich danke Ihnen, lieber Herr Rock, und ich danke auch Ihnen, Frau Ministerin Bauer. Ich habe es angesprochen, Sie haben einen Anschlusstermin. Danke, dass Sie heute da waren, dass Sie die Urkunden mit überreicht haben. Es war eine sehr schöne Geschichte, und den Minister Haug können wir vielleicht mal fragen. Wir kommen gerade aus der Metropolregion Stuttgart. Was ist denn im ländlichen Raum? Welche Zukunftsthemen sind da aus Ihrer Sicht besonders wichtig? Zunächst schon mal ist festzuhalten, wir drei, so wie wir heute da sind, wir verkörpern das Erfolgsrezept Baden-Württembergs. Ich glaube, Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Technologie findet eben überall statt und nicht nur in den Ballungsräumen, sondern gleichermaßen in den ländlichen Räumen. Und deshalb, glaube ich, kann man gerade den ländlichen Raum jetzt nicht irgendwo in ein bestimmtes Thema zuweisen, wo er besonders stark ist. Ich glaube aber, dass wir aus den Ressourcen, die wir in den ländlichen Räumen haben, nämlich gerade dem Thema des nachwachsenden Kohlenstoffes, da müssen wir etwas Neues draus machen. Ich glaube, dass der Anspruch bestehen muss in Zeiten des Klimawandels, dass wir raus aus der fossilen Kohlenstoffwirtschaft hinein in eine regenerative Kohlenstoffwirtschaft müssen. Und dafür ist der ländliche Raum eigentlich prädestiniert, weil regenerativer Kohlenstoff, also Pflanzen, wachsen halt in Landwirtschaft und im Wald und die können auch genutzt werden. So ist es. Und wir fragen den Schwabenbund ad personam IHK Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhardt. Was ist denn schwieriger aus Ihrer Sicht, ein regionales Entwicklungskonzept zu erarbeiten oder ein Leuchtturmprojekt zu finden?
Erstmal ein großes Dankeschön hier aus der Region an die Ministerin, an den Minister, an die Jury. Ich spreche hier für rund 60 Akteure, die sich zusammengefunden haben. Und ich glaube, es war gar keine große Schwierigkeit, sich zusammenzufinden. Natürlich, wir haben uns viele Gedanken gemacht. Das war auch notwendig. Das heißt, ich würde sagen, beides bietet große Chancen und es hat uns Spaß gemacht. Was eine Herausforderung ist, vielleicht auch nochmal Richtung Politik, ist, Schwabenbund ist ein grenzüberschreitender Zusammenschluss. Das heißt, wir hier in der Region Schwaben sind ja an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Leider können wir nur eine Teilregion jetzt fördern. Vielleicht für die Zukunft Regionen auch, ich sage mal, grenzüberschreitend denken. Vielleicht geht das auch sozusagen zwischen zwei Bundesländern. Das hätte uns die Arbeit einfacher gemacht. Aber wir sagen ganz, ganz großes Dankeschön an die Beteiligten. Und wir werden jetzt erfolgreich die beiden Projekte umsetzen. Dankeschön. Ja, und der Herr Deinert hat uns gechallenged mit dem gespiegelten Rückwärtslesen. Das haben wir jetzt auch gelernt. Danke Ihnen und wir gehen weiter in die Region Neckaralpen mit der Uni Tübingen. Leadpartner ist hier der Kreis Tübingen, Landrat Jochen Walter. Wie lässt sich die Wissenschaft denn so intensiv einbinden wie bei Ihnen? Ja, herzliche Grüße aus dem sonnigen Tübingen, der Mitte Baden-Württembergs, zumindest der geografischen Mitte. Dankeschön für die Prämierung. Wir sind total happy, dass wir dabei sind. Dankeschön an die beiden Ministerinnen und den Minister auch für die Unterstützung. Ja, wie kriegen wir das hin? Das ist gewachsen. Über Jahre, schon im letzten Regio-Win-Prozess, hat sich gezeigt, dass wir schon immer auf Augenhöhe Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in den Kommunen zusammengearbeitet haben. Und diese Beziehungen, die sind weiter gewachsen über den letzten Regio-Win-Prozess. Und ich danke allen Beteiligten. Alle haben sich intensiv eingebracht. Und deshalb sind wir gemeinsam stolz aufs Ergebnis. Sehr schön. Es war super. Es war alles prima. Vielen Dank für Ihre Würdigung. Das war toll. Es hat uns sehr gefallen. Wir rufen die Technologieregion Karlsruhe, vertreten durch den Oberbürgermeister der Stadt und Aufsichtsratschef Dr. Frank Mentrup und den Geschäftsführer Jochen Ehlgötz. Wie war RegioWin 2030 im Vergleich zu RegioWin 2014? Ja, bei unserer ersten Beteiligung am RegioWin war das für uns eine Initialzündung aus der sehr losen Vereinbarung aus öffentlichen Gebietskörperschaften, Wirtschaft und Wissenschaft, eine verbindliche GmbH zu machen mit mittlerweile annähernd 30 Gesellschafterinnen und Gesellschaftern, die alle nennenswert Zeit, aber auch Geld jedes Jahr einbringen, um hier eine regionale Wirtschaftsstrategie, aber auch eine Entwicklungsstrategie in vielen anderen Bereichen voranzubringen. Wir hatten beim letzten Mal von 3 Leuchtturmprojekten schon 2 in die Prämierung gebracht und dann ist natürlich die Fallhöhe auch hoch. Und wir sind natürlich jetzt total begeistert, dass es unsere jetzt neu entwickelte und weiter geschaffene Struktur bestätigt, indem wir jetzt von unseren 3 Leitprojekten auch 3 in die Prämierung bringen. Und ich glaube, dass darin, ich kann da an Tübingen anknüpfen, aber auch an andere, die Zukunft liegt. Wir brauchen verbindliche Arbeitsstrukturen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gebietskörperschaften. Wir brauchen aber auch die Freiheit der Entwicklung, die eigenverantwortlich aller Beteiligten und die gemeinsamen Projekte. Und uns ist es ja auch gelungen, die Südpfalz war schon immer bei uns dabei, grenzüberschreitend. Jetzt sind im letzten 1-2 Jahren auch noch das Nordelsass dazugekommen. Deswegen kann ich mich dem Schwabenbund nur anschließen, wenn wir irgendwann RegioWin auch grenzüberschreitend mit anderen Nationen, aber zumindest mit anderen Bundesländern vernünftig entwickeln könnten, dann wäre das nochmal ein riesiger Mehrwert, gerade für unser starkes Baden-Württemberg mit seinen vielen starken Grenznachbarn. Vielen lieben Dank und auch lieben Gruß an die Frau Dr. Jung-Ertek, die ich wusste nicht, dass sie auch noch dabei ist. Schön, dass Sie da sind. Glückwunsch an Sie. Und die Metropolregion Rhein-Neckar begrüße ich in Person von Verbandsdirektor Ralf Schlusche. Ich habe einen Hinweis bekommen aus der Regie, dass Sie bitte Ihr Mikrofon anstellen sollen, sonst hören wir Sie nicht. Sie sind auf jeden Fall ein Verband mit viel RegioWin-Erfahrung. Wie könnte sich denn RegioWin auch weiterentwickeln? Haben Sie eine Idee? Mein Mikrofon müsste an sein. Ist es. Sehr gut. Wir hören Sie. Prima. Wunderbar. Ich habe nur Ihre Frage nicht verstanden. Dann war mein Mikrofon möglicherweise nicht an. Wie schön. Eine Verkehrung der Umstände. Ich frage aber noch einmal, Sie sind ein Verband mit sehr viel RegioWin-Erfahrung. Wie könnte sich das aus Ihrer Sicht sogar noch weiterentwickeln? Haben Sie eine Idee? Ja, in der Tat. Wir sind sozusagen RegioWin-Urgestein. Und mit unserem Partner der Stadt Mannheim auch in den EFRE-Programmen des Landes Baden-Württemberg, der EU, schon sehr lange vertreten. Also ich darf auch einen Dank aussprechen an das Land Baden-Württemberg,
Und das schließt auch an zur Weiterentwicklung. Also dieser Wettbewerbsgedanke, der ist wunderbar, denn er setzt auf die Kompetenz aus den Regionen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Ideen aus den Regionen kommen. Und wie wir es weiterentwickeln könnten, darf mich an meinen Vorredner, den Herrn Oberbürgermeister Mentrup, da anschließen, wie wenn wir es abgestimmt hätten. Schön wäre es natürlich, wenn wir diese EU-Mittel, die ja da vergeben werden, stärker grenzüberschreitend eingesetzt werden können. Das bedeutet für uns natürlich auf der einen Seite Ländergrenzen überschreitend, also Bundesländergrenzen überschreitend, gerade in dem Dreieck. Sie haben das so schön gesagt, wo Baden-Württemberg von Rheinland-Pfalz und Hessen geküsst wird. Aber die Südpfalz ist ja unser gemeinsamer Aktionsbereich mit der Technologieregion. Und deswegen wäre es auch schön, wenn wir hier Synergien nutzen könnten mit anderen EFRE-Programmen der Länder, aber auch mit den Programmen aus Frankreich. Das wäre ein wirklicher Punkt, den wir in einer Fortführung von RegioWin ganz stark ins Auge nehmen müssten. Und eben dieser Wettbewerbsgedanke, setzen Sie bitte in Stuttgart auf Ihre Regionen. Wir haben gute Ideen, wie wir dieses Land entwickeln können. Vielen Dank. Ein wunderbares Schlusswort für den 10. Teilnehmer. Jetzt kommen wir abschließend zum Regionalverband Schwarzwald-Baar-Hörberg. Da ist der Landrat Wolf-Dieter Michels. Wo steht denn Ihre Region? Wie ist so die Vision in 10 Jahren? Ja, zunächst natürlich darf ich mich auch beim Land Baden-Württemberg und bei den regionalen Akteuren. Wir wollen in 5 oder 10 Jahren eine weiterhin gut aufgestellte Region sein, mit qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen, guter Infrastruktur und guter Beschäftigungslage. Und natürlich wollen wir voll durchdigitalisiert sein. Herzlichen Dank nochmal. Mensch, da waren Sie aber kurz. Aber gut, prima, sehr schön. Dann bleibt noch ein Wort für die Ministerin. Wenn Sie nur im Abschließend mal bewerten, wie war so die Zusammenarbeit auf der ministerialen Ebene? Wie haben Sie insgesamt die Projektentwicklung und Weiterentwicklung erlebt? Also die Zusammenarbeit auf der ministerialen Ebene funktioniert gut bewährt, schon seit vielen Jahren wirklich hervorragend. Wir haben natürlich ganz stark im Blick, dass wir unsere Regionen unterstützen und fördern. Wir haben ja auch in dieser Zwischenphase, bevor es jetzt wieder zu der Neuausschreibung kam von RegioWin, die Netzwerke finanziell gestärkt. Das war uns wichtig, dass eben bestehende Netzwerke auch nicht auseinanderbrechen, denn das ist auch der große Vorteil von RegioWin, dass natürlich neben den Zukunftsideen, die dort geschmiedet werden und den Voraussetzungen, die sie in ihren Regionen schaffen, damit Neues entsteht, dass eben die Akteure zusammenkommen, die sonst oder bevor es diesen Wettbewerb gab, RegioWin, gar nicht in den Austausch gegangen sind. Und hier heben wir ein enormes Potenzial, das ja Baden-Württemberg auch stärkt, diese Stärke in der Fläche. Und ich freue mich drauf, wie gesagt, RegioWin, ein wirklich erfolgreiches Konzept in Baden-Württemberg. Wir müssen ja wissen, dass nicht jedes Bundesland diese Mittel in ähnlicher Weise so den Regionen zukommen lässt wie wir. Also RegioWin wirklich erfolgreich, ein Vorbild auch für viele andere Länder. Und ich kann allen nur viel Erfolg wünschen und wirklich bin gespannt, was alles daraus entsteht. Ja, ich danke Ihnen für den Besuch heute, dass Sie da waren, dass Sie uns unterstützt haben. Danke, Frau Ministerin Hofmeister-Kraut. Danke, Herr Minister Haug. Wir machen abschließend Dank natürlich auch nochmal in die Regionen. Alle zugeschaltet, alle da, alle live. Auch das ist eine Leistung. Danke Ihnen sehr und viel Erfolg bei all diesen Projekten, die vor Ihnen liegen. Abschließend wollen wir nämlich jetzt noch einen digitalen Besuch in Bochum machen. Nicht, weil der VfL Spitzenreiter der zweiten Liga ist, sondern weil wir Professor Dr. Matthias Kiese begrüßen wollen von der Ruhr-Universität, Regionalwissenschaftler und RegioWin-Jury-Mitglied. Hallo, Herr Professor Kiese, sind Sie schon da? Ja, hallo Herr Albertus, können Sie mich hören? Ich kann Sie hören, ich kann Sie auch sehen jetzt. Jetzt, nachdem alles raus ist, sind Sie zufrieden? Ja, absolut. Also es war ein großes Fest. Nicht nur der Prozess, der hierher geführt hat zu dieser Prämierung, der sehr professionell abgelaufen ist, auch durch die guten Arbeiten, die in den Regionen geleistet wurden, die vielen Akteure, die zusammengebracht wurden, um diese Strategien zu entwickeln, regionale Potenziale herauszuarbeiten, um auch innovative Projekte zur Förderung zu bringen, letztendlich dann aber auch natürlich gepaart mit
der sehr professionellen Arbeit in den drei Ministerien, begleitet durch die Agentur Neuland. Also rundum war es ein sehr erfolgreiches Paket. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal loben, die Art, wie Sie es hier präsentieren, diese Prämierungsveranstaltung, ist etwas, was ich bisher auch noch in keinem Bundesland so gesehen habe. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir auch den Nutzen dieser europäischen Projekte und den Mehrwert Europas in den Regionen hervorheben. Und ich denke, das ist hier ein sehr, sehr gutes Musterbeispiel, wieder mal ein weiteres Beispiel aus der Serie, was kann man lernen aus dem Musterländle. Ich nehme mich gerne nochmal auf und danke für das Kompliment. Das Musterländle Baden-Württemberg, inwiefern ist der Regio-Win-Prozess vielleicht dann sogar auch mustergültig für andere Länder? Ja, es ist sicherlich schon ein Best-Practice-Beispiel, von dem andere viel lernen können. Es gibt durchaus auch andere Bundesländer, die einen Teil der EFRE-Mittel über regionale Wettbewerbe so verteilen. Also auch bei uns in Nordrhein-Westfalen haben wir schon zwei solche Wettbewerbsrunden durchlaufen. Aber natürlich in Baden-Württemberg ist das schon, fällt das auf sehr fruchtbaren Grund, weil wir da schon sehr viele Vorarbeiten haben. Letztendlich ist dieser zweite Wettbewerb schon 2014. Es gibt viele Lerneffekte, es gibt Flexibilität, die man jetzt hier auch an einem teilweise Neuzuschritt von einzelnen Regionen sehen kann. Also ist sehr viel Lernprozess, eine lange, sehr lange Lernkurve, die man dahinter erkennen kann und natürlich auch viele Vorarbeiten, die in sowohl, es wurde ja schon erwähnt von den Ministern, in Ausbau der technologischen und Transferinfrastruktur geleistet wurde. Die grundlegende Struktur, dass sie viele Clusterstrukturen sehr stark historisch gewachsen, auch außerhalb der Metropolräume haben. Und natürlich nicht zu vergessen das Humankapital, was erschreckend ist, was für schlaue Kinder und Jugendliche sie hier auch für den Beitrag mit aktivieren konnten. Das Ganze lässt einen sehr, sehr positiv in die Zukunft schauen, auch für die Region Baden-Württembergs. Das sind die großen Herausforderungen, die vor uns einstehen, auch in allen Bundesländern, dann auch hier wieder sehr vorbildlich meistern können. Also es lohnt sich immer, Baden-Württemberg wirklich genau zu studieren, auch aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch was Politik und Praxis in anderen Ländern und Regionen davon mitnehmen können. Das geht runter wie Öl. Vielen lieben Dank, Professor Dr. Kiese, Jurymitglied von der Ruhr-Universität. Und wir schauen, und er hat sie angesprochen, zum Abschluss nochmal unseren Zukunftsträgern auf den Mund, den Kindern, den Machern von morgen. Freiheit und Klimaschutz und so. Halt Verbindung ohne große Probleme an den Grenzen zu sorgen. Also dass man halt gut. Die halten halt zusammen. Zum Beispiel, die haben alle das Gleiche, die gleichen. Also Geldscheine, die haben alle den Euro. Also wir wohnen in Baden-Württemberg und das ist eigentlich zu Hause. Zum Beispiel, wenn ich sage, morgen gehe ich ins Schwimmbad, dann ist es ja die Zukunft. Also das, vielleicht mache ich es ja auch nicht. Wenn ein paar Jahre vergehen, das ist dann die Zukunft von uns aus gesehen. Für mich fängt die Zukunft an, wenn jeder auf Autos umgestiegen ist, die klimaneutral sind und es mehr Bäume gibt und weniger CO2-Ausstoß, also weniger Fabriken. Die ist jetzt eigentlich schon in einer Sekunde oder so. Die war also. Als du es gefragt hast und ich jetzt geantwortet hätte, wäre jetzt schon die Zukunft von da aus gesehen. Also ich möchte, sagen wir es mal so, frei leben können und ich möchte, dass das Klima echt so bleibt und dass nicht irgendwie alles abgeholzt wird oder lauter Maisfelder angebaut werden oder so. Ich möchte einfach immer noch eine schöne Natur, so wie jetzt hier die ganzen Wälder und so und nicht lauter Fabriken oder Hochhäuser überall. Jeder muss sich an die eigene Nase fassen, also jeder muss versuchen, halt etwas dazu beizutragen und dann genau. Muss halt auch was passieren. Also wenn jetzt halt dann wieder 10 Jahre nur geredet wird, Krippelschrittchen gemacht werden, aber nicht umgesetzt wird, dann weiß ich nicht, ob es besser ist. Ja, aber wenn man sich dran hält und das dann auch nicht nur redet und sagt, das machen wir, sondern das dann auch macht, auch die Ideen umzusetzen, dann werden wir das schon schaffen. Was ist am Elektroauto besser als am anderen Auto? Dass es kein Ofenfahrt. Also einfach machen und nicht immer nochmal und nochmal was drumherum und aber, sondern machen. Weil
der Mensch hat daraus gelernt, wenn man einfach Dinge ausprobiert. Und dann soll man das nicht nur bereden, sondern soll es auch in die Tat umsetzen. Also nicht nur reden, machen ist die Botschaft, deshalb auch RegioWin 2030, wo Innovationen und Nachhaltigkeit in die Tat umgesetzt werden. Und auch eines nehmen wir als Erkenntnis sehr gerne mit. Ein fortschrittliches Europa kann es ohne ein innovatives Baden-Württemberg nicht geben. Hier sind eben die klugen Köpfe, hier sind die Ideen zu Hause und das macht Spaß. Auch das ist RegioWin 2030. Wir freuen uns auf viel Gutes im Land und nicht nur ich werde das weiterhin genau im Auge behalten. Bleiben Sie nachhaltig innovativ. Vielen Dank und alles Gute.